Ja, guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde der Slow Food Bewegung. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Zoom-Raum und natürlich auch auf YouTube zu einer neuen Online-Verkostung mit Diskussion, die den Titel trägt: Zu Weihnachten eine harte Nuss knacken, faire Nüsse und Kerne für alle. Mein Name ist Antje Waldschmidt und ich bin Mitarbeiterin des Bildungsprojektes Edible Connections Radio von Slow Food Deutschland. Und genau, dieses Bildungsprojekt wird von Engagement Global und Brot für die Welt gefördert. Dieses Event heute Abend ist ja auch was ganz Besonderes für uns, denn es ist gleichzeitig auch die Abschlussveranstaltung unseres Projektes. Und deshalb freue ich mich umso mehr, Sie heute in diesen kommenden 2 Stunden durch diese wirklich spannende und wichtige Online-Veranstaltung zu führen. Sie ist Teil einer Reihe von Online-Events, die im Rahmen von Edible Connections Radio stattgefunden haben und bereits die 5. in diesem Jahr. Das heißt, vielleicht hat der oder der eine oder die andere bereits bei unserer Teeverkostung mitgemacht. Schokolade, Pfeffer und Datteln, eine Veranstaltung, die mir besonders gefallen hat. Ja, bei Edible Connections Radio geht es konkret darum, dass Schülerinnen und Schüler sowie Studierende aus Deutschland eine Audio-Podcast-Reihe entwickeln und in dieser Ernährungsheldinnen und Helden aus dem globalen Süden vorstellen, die sich in ganz unterschiedlichen Projekten für ein zukunftsfähiges Lebensmittelsystem engagieren. Und dabei setzen sich diese Jugendlichen und jungen Erwachsenen, genau, ich sage junge Erwachsene, weil es richtet sich an junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren. Genau, sie setzen sich mit ökonomischen, ökologischen und den sozialen Zusammenhängen im globalen Süden auseinander. Sie tauschen sich mit den Menschen im globalen Süden aus, die sich für alternative Ernährungskonzepte und einen zukunftsgerichteten Umgang mit den Lebensmitteln einsetzen und stellen dadurch diese Personen in den Fokus, ebenso wie ihre innovativen Konzepte und Projekte. Genau, derzeit findet dieses Bildungsprojekt mit 3 Schulklassen statt in Berlin. Wir haben eine 8. Klasse, eine 10. und eine 11., die spanisch- und englischsprachig sind. Das ist kein Muss, keine Voraussetzung, einfach Zufall, dass sie bilingual sind. Und weiter geht es dann im nächsten Jahr direkt mit einer Schulklasse aus Lüneburg und Flensburg. Wenn jetzt der eine oder andere denkt, spannendes Projekt, ich habe selber eine Studierendengruppe oder Sie sind selber in der Lehre tätig. Man kann sich immer noch für dieses wirklich spannende Projekt anmelden. Genau. Oder auch gerne weiter erzählen davon. Ja, diesen Perspektivwechsel, den wir bei Edible Connections Radio mit unserem Bildungsprojekt anstreben bzw. umsetzen wollen, den möchten wir auch heute Abend in diese Veranstaltung tragen. Denn zu dieser Eventreihe heute Abend werden stets Initiativen vorgestellt, die ihre Erzeugnisse auf faire und nachhaltige Weise produzieren. Das heißt, unser Fokus der Veranstaltung ist jeweils ein Lebensmittel, das im globalen Süden angebaut wird und in Deutschland dann verkauft und konsumiert. Und heute bei unserem Event legen wir quasi den Fokus auf die Nüsse und Kerne und möchten das veranschaulichen. Denn was passt besser oder gehört zur Weihnachts- und Adventszeit als Nüsse und Kerne, ebenso wie Schokolade und Lebkuchen? Denn seit Jahrtausenden sind sie die kulinarischen Wegbegleiter von uns Menschen. An dieser Stelle, bevor es gleich Kritik im Chat gibt, muss ich noch mal kurz anmerken, dass nicht alles, was wir kulinarisch als Nuss bezeichnen, auch gleich eine Nuss ist, also im strengen Sinne eine Nuss ist. So gelten botanisch betrachtet zum Beispiel Walnüsse und Haselnüsse als die echten Nüsse. Mandeln, Pistazien und Cashews wiederum zählen zu den Steinfrüchten. Und die Erdnuss? Das ist eine Hülsenfrucht. Genau. Wenn wir aber heute Abend bei unserer Veranstaltung über Nüsse reden, Nüsse und Kerne, dann beziehen wir sie alle ein. Das heißt, egal ob Nussfrucht, Hülsenfrucht oder Steinfrucht. Genau. Ja, viele dieser Sorten, die gelten bereits als Superfood. Doch wie bei allen Lebensmitteln lohnt es sich natürlich auch bei Nüssen und Co. genauer hinzuschauen und sich schlau zu machen. Wie viele Kilometer haben meine Mandeln, die ich heute Nachmittag für meine Kipferl verwendet habe, eigentlich zurückgelegt? Und wer hat meine Cashews geerntet? Je nach Antwort fällt die Bilanz für Umweltschutz und Menschenrechte dann natürlich ganz verschieden aus. So finden beispielsweise 80% der weltweiten Mandelproduktion in Kalifornien statt. Wenn man dann natürlich an die knappen Ressourcen wie Wasser denkt, ist das unglaublich. Cashews und Haselnüsse wiederum sind sehr aufwendig und mühsam zu ernten. Und das Ganze verläuft häufig unter schlechten, menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen. Und auch Kinderarbeit ist ein großes Thema.
wir, sie, ihr. In der Slow-Food-Bewegung, wir wissen natürlich alle, dass das auch anders geht und als Appell auch vor allem anders gehen muss. Es gibt sie nämlich, die Unternehmen und Kooperativen, die die Produktion auf handwerkliche Weise durchführen und ganz im Slow-Food-Sinne faire, saubere und gute Nüsse an uns verbrauchende Personen, an uns Konsumenten und Konsumentinnen weitergeben und somit den Sammlerinnen, den Sammlern, den Erzeugerinnen und Erzeugern zumindest die Voraussetzung dank fairer Rahmenbedingungen für ein gutes Leben ermöglichen. Und für diese Veranstaltung freuen wir uns besonders, haben wir uns mit Fairfood Freiburg zusammengetan, die mit der Grundidee der Fair Chain arbeiten. Das heißt, das zielt natürlich darauf ab, dass die Nüsse in den Anbauländern verarbeitet werden. Das heißt, dass wirklich möglichst viel Wertschöpfung vor Ort stattfindet. Das Ganze natürlich auch, geht natürlich auch einher mit fairen Arbeitsbedingungen und Umweltschutz. Genau. Und heute Abend für unsere Veranstaltung haben wir drei Gesprächspartnerinnen, Experten, Expertinnen an Bord, die uns gleich darüber erzählen werden. Genau, und das ist einmal Estella Schweizer. Sie ist Food-Aktivistin und Autorin des Nusskochbuches und arbeitet zudem bzw. betreibt zudem auch Netzwerkarbeit bei Fairfood Freiburg. Wir haben Oki Ugwu. Er ist Projektmanager bei Cashews for You und selbst auch Cashewbauer aus Nigeria. Und zudem Ntui Luis. Er arbeitet auch direkt für Fairfood Freiburg und ist im Projektmanagement für Nigeria tätig. Genau. Bevor wir aber gleich in die Gespräche einsteigen, möchte ich an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass diese Veranstaltung auf Zoom simultan übersetzt wird. Das hat genau mein Kollege eingangs schon gesagt. Und auf YouTube werden später die Untertitel hinzugefügt. Genau, wir haben die Veranstaltung so strukturiert, dass wir uns zuerst die drei Inputs anhören von unseren drei Rednerinnen und die Teilnehmenden, können natürlich jederzeit Fragen im Chat stellen. Die sammeln wir und werden sie dann nach jedem Beitrag einspielen. Also direkt an einen unserer drei Referenten, unsere Referentin oder aber halt allgemein einfach Fragen im Chat stellen. Genau. Anschließend werden wir dann mit unseren drei Referenten, Referentinnen nochmal ein kleines Gespräch führen und danach wird uns Estella Schweizer in die Verkostung führen bzw. anleiten und begleiten. Und ich werde sie gleich auch schon mal fragen, wenn sie dann dran ist als Erste, was wir für diesen Abend uns bereitstellen sollten. Soll es jetzt Wasser sein als Geschmacksneutralisierung oder vielleicht Wein? Genau, die Frage werden wir ihr gleich stellen, damit wir dann später vorbereitet sind. Genau, für die Verkostung hoffe ich sehr, dass Sie bereits Ihr Päckchen parat halten. Ich weiß es, beziehungsweise wir wissen uns und es tut uns an der Stelle sehr leid, dass einige Päckchen nicht angekommen sind. Das ist natürlich mal wieder der Vorweihnachtszeit geschuldet, denn Fairfood Freiburg hat die Päckchen rechtzeitig rausgeschickt. Es gibt ja immer Lieferfristen, aber es ist gerade einfach so ein großes Volumen an Päckchen, Paketen, Briefen unterwegs in der Vorweihnachtszeit. Ich glaube, die Postbotinnen haben allerhand zu tun und an dieser Stelle, es tut uns sehr leid, aber immerhin, diese Veranstaltung wird aufgezeichnet. Sie ist später quasi auf YouTube einsehbar und auch mit Untertiteln. Das heißt, wenn das Päckchen dann hoffentlich morgen ankommt, kann man sich diese Veranstaltung nochmal auf YouTube anschauen und auch zurückspringen, was auch ganz schön ist, oder halt auch einen Teil skippen und das nachholen. Also es geht nichts verloren, sollte das Päckchen nicht angekommen sein. Genau, dann sage ich schon mal herzlichen Dank an alle, die den Abend heute begleiten, also an Sie, an euch, die Teilnehmenden, aber natürlich auch an die Slowfood-Mitarbeitenden im Hintergrund, die man jetzt nicht sieht. Und dann übergebe ich das Wort an Dr. Nina Wolf. Sie ist die Vorsitzende von Slowfood Deutschland und im Vorstand auch von Slowfood International tätig. Hallo Nina, ich hoffe, du bist da und übergebe dir das Wort. Ich bin da, liebe Anne. Danke sehr. Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde von Slow Food. Heute geht es uns um Nüsse, es geht uns um Cashewkerne, es geht uns um Macadamia-Nüsse, um Mandeln, um Paranüsse. Allesamt Nüsse, Schalen, Früchte, wie man sie sammelt.
begriffsmäßig auch nennen könnte, die bei uns nicht heimisch sind. Anders als beispielsweise Haselnüsse oder Walnüsse, die wir auch auf unseren Märkten in unseren Gärten finden und die auch mal eine köstliche Alternative sind zu den Früchten von weit weg. Und doch lieben wir sie und deshalb schauen wir auch drauf. Es ist wichtig für uns zu wissen, wie werden diese Früchte produziert, wie wichtig sind sie in den Ländern für die Menschen dort vor Ort, für ihr wirtschaftliches Auskommen und aber auch, wie werden sie bei uns konsumiert, wie gehen wir damit um. Und was sollten wir möglicherweise auch besser machen? All das wird uns heute Abend beschäftigen. Ich freue mich sehr darauf. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Vortragenden. Ich bedanke mich bei unserem Team und ganz besonders bei Antje, die dieses Projekt so wunderbar voranbringt. Das Projekt Edible Connections ist für uns ein wichtiges, denn Slow Food ist eine weltweite Gemeinschaft. Wir sind in über 170 Ländern unterwegs und Essen stiftet bei uns Beziehungen weit über viele Breitengrade hinweg. Und das ist etwas, was uns auch ausmacht. Wir bedanken uns sehr herzlich bei Engagement Global, dass wir dieses Projekt durchführen dürfen, nun schon zum dritten Mal in der dritten Ausgabe und sind ganz besonders freudig, dass heute Abend auch einige Menschen von Engagement Global dabei sind. Vielen Dank, Antje, zurück an dich und einen schönen Abend allen, einen genussvollen Abend. Herzlichen Dank, Nina. Genau, dann steigen wir jetzt direkt ein in unsere Gesprächsreihe und unsere erste Gesprächspartnerin und Referentin ist Estella Schweizer. Ich hatte sie schon angekündigt, sie ist Food-Aktivistin, ist Köchin, pflanzenbasierte Köchin und Autorin des Nusskochbuches. Hallo Estella. Hallo Antje. Ja, schön, dass du da bist. Magst du kurz dich vorstellen, beziehungsweise ich lasse dich erstmal loslegen und dann komme ich zu den Fragen. Ja, genau. Du hast ja schon ganz viel gesagt. Herzlich willkommen an alle Slowfood-MitgliederInnen, die sich heute Abend hier angemeldet haben, auch von mir. Ich freue mich auf diese Veranstaltung und den Abend mit euch. Und zu mir ein paar wenige Sätze oder ein paar wenige Worte. Wie Antje schon so schön gesagt hat, ich bin Food-Aktivistin, ich mache Consulting und Coaching und bin Rezeptentwicklerin und Kochbuchautorin. Und mich begleiten Nüsse schon seit meiner Kindheit durchs Leben. Bei uns gab es früher immer Mandelmus zu Hause von einer anderen Marke, die ich aber auch sehr schätze. Fairfood existierte zu der Zeit noch nicht. Und ja, ich bin vorfreudig auf die Fragen, um unseren ZuhörerInnen ein paar mehr Details zu vermitteln und Hintergrundwissen aufzutun. Alles klar, dann vielen Dank. Estella, meine erste Frage an dich. Wie bist du zu den Nüssen gekommen? Warum Nüsse? Die erste Frage, die du vorhin schon angekündigt hast, die wir aufnehmen sollten, ist, was trinken wir heute Abend? Oh, ganz wichtig. Danke, dass du das aufgegriffen hast. Genau, vielleicht sollten wir das klären. Wein oder Wasser zur Geschmacksneutralisierung? Im Grunde ist es so, wenn man Verkostungen machen möchte und wirklich die Unterschiede der einzelnen Produkte auf dem Gaumen fühlen, schmecken und erfahren möchte, ist es immer wichtig, was Neutrales zu trinken. Das kann milder Kräutertee sein, wenn es lieber warm sein soll, oder Ingwerwasser oder heißes Wasser oder eben einfach kaltes Wasser. Ich persönlich finde Nüsse zu Wein auch richtig lecker. Also das kann ich jetzt nicht empfehlen, aber um später die Geschmacksnuancen gut schmecken zu können, ist es nicht vorteilhaft, vorher einen schweren Rotwein mit viel Tahin und Aroma getrunken zu haben, weil der einfach die Geschmacksnerven im Mund anderweitig belegt und dann sind wir nicht mehr so sensibel für das, was danach kommt. Alles klar, das macht Sinn. Vielen Dank. Ich habe den Kräutertee, von daher passt das. Genau, Estella, wie bist du zu den Nüssen gekommen? Nüsse sind ein Thema, was mich quasi aus familiärem Background schon mein Leben lang beschäftigt. Wir wurden als Kinder zu Hause sehr vollwertig ernährt. Ich habe einen jüngeren Bruder, der mit einer lebensbedrohlichen Milch- und Tiereiweißunverträglichkeit auf die Welt kam. Und wegen dem wir zu Hause quasi Vollwertkost gegessen haben, mit sehr vielen verschiedenen Getreidesorten, Hülsenfrüchten, Samen, Saaten und Nüssen.
und reichlich Obst und Gemüse. Das heißt, Nüsse spielen seit meiner Kindheit eine Rolle in meiner Ernährung. Und im Laufe meiner Jugend und meines jungen Erwachsenenalters habe ich dann zunehmend begonnen, selber auch mit Nüssen zu kochen, Nussmusse viel zu verwenden, bin nach und nach immer veganer geworden und habe das Nussmus dann eben auch als Sahneersatz und zum Teil als Butterersatz entdeckt, um Suppen oder auch Soßen cremiger zu machen und in der Küche in ja, vielerlei Rezepturen vom Backen bis über herzhafte Küche Geschmack und Konsistenz hineinzubringen. Alles klar, das heißt, du, weil du sagst, oder du bist pflanzenbasierte Köchin, das ist dein Hauptprodukt oder womit du kochst, sind dann auch wirklich die Nüsse? Nein, das Hauptprodukt, mit dem ich koche, ist Obst und Gemüse, Getreide und Hülsenfrüchte. Und die Nüsse sind ein Luxusprodukt. Mhm. Also die finden auf meinem, ich esse täglich Nüsse und ich esse täglich Nussmus, aber mit der Wertschätzung eines besonderen Lebensmittels, weil sie, wie du vorhin auch schon gesagt hast, eben nicht flächendeckend und überall zur Verfügung stehen und weite Reisewege hinter sich haben. Also ihnen gebührt schon eine ordentliche Portion Wertschätzung. Alles klar. Und wo sitzen deine Produzenten, deine Produzentinnen, wo du die Nüsse quasi beziehst? Ich achte auf fairen Handel tatsächlich. Ich bin ja auch Teil der Fairfood Crew und alle unsere NussproduzentInnen sind Fair Trade oder Fair for Life zertifiziert. Das heißt, wir arbeiten ausschließlich mit Kooperativen zusammen, die dem fairen Handel angehören und und biologisch wirtschaften. Und da achte ich aber darüber hinaus auch drauf, wenn ich Produkte kaufe von anderen Firmen. Und auch das ist für mich, also ich bin neben dem Bereich Nüsse tatsächlich auch klimaaktive Köchin und achte darauf, dass ich klimafreundlich koche. Ich finde, das betrifft jedes Lebensmittel, tatsächlich auch Getreide, Hülsenfrüchte und insbesondere Obst und Gemüse, auf diese direkten Handelsbeziehungen zu achten und sich wirklich damit auseinanderzusetzen, wer hat die Lebensmittel, die ich verzehre, die ich beziehe, eigentlich hergestellt? Wo leben diese Menschen und wie leben die? Mhm, alles klar, verstehe. Und weil du ja auch für Fairfood Freiburg arbeitest quasi, das dir ausgesucht hast, was macht Fairfood Freiburg anders? Fairfood Freiburg schaut einfach sehr, sehr genau in die Ursprungsländer. Wo kommen die Produkte her, die bezogen werden? Und was sind die Geschichten hinter den Produzentinnen oder den Kooperativen, mit denen wir zusammenarbeiten oder die wir eben auch selber ins Leben rufen? Also heute Abend schauen wir uns ja insbesondere die Kooperative in Nigeria an, die Fairfood auch unter anderem mit Cashew for You zusammen gegründet hat oder wieder ins Leben gerufen hat. Nigeria, diese Kooperative, diese Cashew Farm existierte schon bevor Fairfood Okay kennenlernte oder bevor die Gründer von Fairfood sich kennengelernt haben. Okay ist ja auch Teil des Gründerteams. Aber auch bei anderen Nüssen, also die Cashews zum Beispiel, die wir heute Abend verkosten werden und auch die im Freiburger Nussmix drin sind Cashews aus Burkina Faso. Da arbeiten wir mit einem Unternehmen zusammen, das in Burkina Faso diese Kooperative aufgebaut hat. Gebana heißt dieses andere Unternehmen. Und so ist das zum Beispiel auch bei den Macadamia, die wir heute Abend probieren. Da arbeiten wir mit einem Produzenten vor Ort zusammen in Limbua, die in Kenia eben ansässig sind und diese Kooperative aufgebaut haben. Also wir achten einfach sehr genau darauf, dass die Handelsbeziehungen, die wir unterstützen und auf die wir zurückgreifen, fair sind, nachhaltig, zukunftsfähig und ein gutes Leben vor Ort ermöglichen für die Menschen, die eben in diesen Ländern leben, arbeiten und uns diese Produkte zur Verfügung stellen auf gewisse Weise. Mhm. Alles klar, Dankeschön. Stella, du hast ein Kochbuch herausgegeben, du bist die Autorin des Kochbuchs, Nusskochbuchs. Dein Kochbuch, genau, ist ausschließlich vegan, vegetarisch. Und ich denke, viele von uns wissen, dass die Nuss eine Eiweißquelle ist, die man anstelle von Fleisch verwenden kann. Und du plädierst für das Wohlbefinden von Menschen und Planeten. Wir wissen aber auch, dass ein Großteil der Nüsse eben heute in Monokulturen angebaut werden, beispielsweise die Haselnuss in Italien, die Mandel in der USA, wie eingangs erwähnt. Tragen wir, die verbrauchenden Personen, Verbraucher, Verbraucherinnen, mit einer Ernährungsumstellung, tragen wir wirklich damit dazu bei, dass es zu einer Verbesserung für unsere Umwelt führt? Wenn wir mehr Nüsse verzehren anstatt Fleisch? Genau. Ja, also es hat verschiedene, das ist ein bisschen umfangreicher zu beantworten. Aus der Klimaperspektive ist es durchaus sinnvoll, auf Fleisch und tierische Produkte zunehmend zu verzichten.
und sich darüber hinaus, wenn man das weiterhin verzehren möchte, sehr, sehr genau damit auseinanderzusetzen, wo diese Produkte herkommen und wie die Tiere gefüttert werden und wie die Tiere leben, die man verzehrt oder deren Produkte man verzehrt. Was ganz wichtig ist, ist einfach zu beachten, dass du hast da von Monokulturen gesprochen, was Nüsse angeht, und das stimmt. Es gibt viele Nussfarmen, die in Monokultur anbauen, oder es gibt viele Produzenten, Produzentinnen, die in Monokultur anbauen und die natürlich dadurch auch ihren Beitrag zu schlechter Landwirtschaft in Anführungszeichen leisten. Wenn wir aber einfach insgesamt bedenken, dass 95% aller tierischen Produkte, die weltweit verzehrt werden, aus Massentierhaltung kommen und Tiere in der Massentierhaltung mit Sojaschrot gefüttert werden, der in der Regel auf ehemaliger Regenwaldfläche angebaut wird, dann wird ganz schnell klar, dass diese Futtermittel genauso lange Transportwege zurücklegen wie Nüsse und dass diese Futtermittel eben auch in Monokulturen angebaut werden. Und das betrifft nicht nur Soja, sondern auch Getreide und Saaten. In Deutschland zum Beispiel werden 60% aller Getreideerzeugnisse und 60% aller Ölsaatenerzeugnisse dafür verwendet, in die Massentierhaltung als Futtermittel eingeschleust zu werden. Wenn wir das maßgeblich verändern würden und diese Produkte direkt dafür verwenden würden, Lebensmittel für die Menschen herzustellen, die sie dann eben auch essen können, bräuchten wir zum Ersten nur ein Drittel bis vielleicht ein bisschen, also 30% oder 40% dieser Ressourcen, um Lebensmittel für Menschen herzustellen, und könnten 60% weniger verschwenden, weil durch die Wertschöpfungskette über das Tier gehen eben die Kalorien, die Nahrungskalorien aus diesen 60% Futtermitteln, die darüber hinaus zur Verfügung stehen, einfach auch verloren, weil sie eben ja nur im Tier verstoffwechselt werden. Das heißt, wir könnten wesentlich mehr Ackerfläche dafür freistellen, Nahrungsmittel für Menschen anzubauen und wieder zurückgeführt zu werden in ihren ursprünglichen Zustand. Und das würde dazu führen, dass zusätzlich Klimagase gebunden werden, weil die dann ja auch wieder in Biomasse in Anführungszeichen eingebunden werden. Und wenn man eben diese Transportwege der Futtermittel für die Massentierhaltung weltweit betrachtet, dann fallen die Kilometer, die Nüsse transportiert werden, gar nicht mehr so sehr ins Gewicht, weil man auch nicht mehr als 30, 40 Gramm Nüsse pro Tag verzehren soll. Also da gibt es ja ganz klare Empfehlungen zu. Und ja, also das hält sich so ein bisschen die Waage. Wir sehen nur oft die Geschichte hinter dem Fleisch nicht in ausreichender Detailschärfe. Alles klar, Dankeschön. Du hattest gerade die langen Transportwege angesprochen. Das war quasi meine nächste Frage in puncto Nachhaltigkeit. Genau, du hast gesagt, wir verzehren sowieso nur eine kleinere Menge. Trotzdem eine Frage, es gibt ja dennoch bestimmte Nüsse, wie beispielsweise die Pekannüsse, die eigentlich immer aus den USA oder Mexiko kommen. Wer jetzt so viele Nüsse isst, kannst du da eine Empfehlung geben für regionale oder saisonale Nüsse? Also wer die Chance hat, wirklich Walnüsse oder auch Haselnüsse aus regionalem Anbau zu bekommen, und zwar im Unverpacktladen, im Bioladen vor Ort, auf dem Wochenmarkt, der hat natürlich damit die beste Wahl getroffen. Es ist allerdings so gleichzeitig, dass in Deutschland regionaler Walnussanbau und Haselnussanbau kaum flächendeckend zur Verfügung steht. Das heißt, es sind wirklich einzelne Spots, wo man diese Nüsse bekommt. Die Nusswirtschaft in Deutschland ist einfach nicht ertragreich genug. Unser Klima ist nicht stabil genug. Es gibt keine entsprechenden Knackanlagen. Die Produkte werden dadurch teurer in Konkurrenz angeboten als Produkte aus Südfrankreich zum Beispiel. Also jetzt bleiben wir bei der Walnuss aus Südfrankreich oder aus dem östlichen europäischen Ausland. Und das führt natürlich dazu, dass sich in Deutschland keine Strukturen entwickelt haben für den Nussanbau und auch keine Strukturen entwickeln werden. Außer es gibt eine wirklich interessierte Lobby, die auch bereit ist, dafür erstmal mehr Geld zu bezahlen. Und ich denke, in diesem globalen Zusammenhang tatsächlich global lokal. Hanni Rützler hat es in ihrem Food Report dieses Jahr auch genauso erklärt. Global local. Und global local bedeutet, bei Lebensmitteln, die nicht vor Ort wachsen können, betrachte ich als Konsumentin den Bauer in dem entsprechend anderen Land genauso wie den Bauer im nächsten Ort oder zwei Orte weiter. Das heißt, ich bin wirklich daran interessiert, wie lebt der? Welchen Preis braucht er, damit er überleben kann und seine Lebensgrundlage gut decken kann? Also Gesundheitsversorgung, Infrastruktur, Bildung, Ernährung und so weiter und so fort. Und wenn ich bereit bin oder wenn ich diese Produkte verzehren möchte, dann bin ich auch bereit, genau diesen Preis zu bezahlen. Und damit
entwickelt sich ein anderes Miteinander auf diesem Planeten. Wir können diesen Planeten ja auch als gemeinsames Zuhause verstehen, an dem wir am Wohlergehen aller interessiert sind. Und wenn man das so betrachtet, dann ist es auch nicht verkehrt, eine Cashew zu verzehren, die in Nigeria oder in Burkina Faso angebaut wird, weil ich ja quasi ganz anders bereit bin, dafür auch Verantwortung zu übernehmen. Alles klar. Herzlichen Dank, Estela. Nochmal ganz kurz ein Wort an unsere Teilnehmenden im Chat. Sie können auch sehr gerne Fragen stellen. Ihr könnt gerne Fragen an Estela stellen. Ich habe jetzt doch noch eine an Estela. Und zwar bei Fairfood Freiburg. Wie sieht es mit der Wertschöpfungskette aus? Weil ihr versucht oder ihr wollt die Wertschöpfungskette quasi im Anbauland lassen. Bei Nüssen, wie muss ich mir das vorstellen? Was wird quasi, was wird anders gemacht bei euch? Bei vielen Nüssen ist es so, also Cashew sind ein sehr gutes Beispiel dafür, Macadamia allerdings auch, dass Nüsse in diesen jeweiligen Ländern quasi nach der Ernte mitsamt der Schale in Container verschifft werden und an andere Stellen auf dem Planeten transportiert, an denen man zu günstigeren Bedingungen knacken kann. Bei Cashew ist es ganz oft so, dass sie in asiatische Länder verfrachtet werden und dort zu anderen, also in Knackanlagen geknackt und mit einer anderen Lohngestaltung im Hintergrund verarbeitet werden. Die Strukturen dafür stammen aber wirklich aus Zeiten vor unserer jetzigen Zeit, weil quasi die entsprechenden Ernte- und Verarbeitungsstrukturen in den afrikanischen Ländern einfach nicht aufgebaut wurden, sondern man hat damals aus logistischen Gründen diese Lösung gewählt und heute hat sich das so entwickelt, dass einfach auch in den asiatischen Ländern andere Löhne gezahlt werden, also wesentlich schlechtere und eben in Afrika nicht die Infrastruktur besteht, um die Nüsse dort vor Ort zu knacken. Und was wir machen ist, dass wir versuchen in den Ländern, was uns wichtig ist, ist darauf zu achten, dass in den Ländern, in denen die Nüsse wachsen, vor Ort eben auch das Knacken, Schälen, Pielen und die Verarbeitung stattfindet, bis die Nuss verzehrfertig ist. Und erst dann wird die Nuss abgekauft. Und das ist vergleichbar zum Beispiel mit der Käsewirtschaft in vielen kleinen ländlichen Regionen im süddeutschen Raum. Gibt es ganz viele kleine Gemeinden, die inzwischen genau das gleiche Prinzip fahren. Die Milch wird nicht in großen Mengen einfach in die nächsten Molkereibetriebe abgegeben und der Bauer bekommt dann einen recht niedrigen Centpreis pro Liter, sondern die Milch wird in der Region behalten und wird dort zu Käse weiterverarbeitet und anderen Produkten, die einfach einen anderen Veredelungsgrad haben und damit teurer verkauft werden können. Und dann können die Produzentinnen nämlich auch mehr am Produkt verdienen und verdienen ungleich mehr. Also es ist nicht einfach eine lineare Hochrechnung, sondern es ist eine exponentielle Gleichung. Und genauso ist es mit der Cashew zum Beispiel auch. Der Bauer in Burkina Faso oder in Nigeria, der die Cashew im verzehrfertigen Zustand abgibt, bekommt um ein Zehnfaches mehr an Geld pro Kilogramm, als wenn er sie ungeschält einfach an den Großproduzenten verkaufen würde. Alles klar, das macht Sinn. Danke dir, Estela. Wir haben jetzt auch noch eine Frage aus dem Chat bekommen, nämlich von Jenny. Und Jenny fragt, warum Haselnüsse in Deutschland, die Haselnussproduktion quasi nicht ertragreich ist. Ja, die Haselnussproduktion, das hat sich einfach im letzten Jahrhundert so herauskristallisiert. Erstens mal war in Deutschland das Wetter nie stabil genug. Haselnüsse brauchen einfach ein wärmeres Klima und die Wetterkurve in Deutschland ist nicht beständig genug, sodass der Haselnussbaum einfach nicht verlässlich trägt. Was dazu geführt hat, dass man den Anbau eben in wärmere Regionen ausgelagert hat, in die Türkei und nach Italien und einfach von dort bezogen hat. Und in der Folge die Konsequenz daraus ist, dass heutzutage in Deutschland kein Haselnussanbau etabliert hat. Und selbst wenn es Regionen gibt, in denen Haselnüsse wachsen, gibt es keine größeren Knackanlagen und Erntestrukturen. Also wenn man den Kreis quasi verbessern wollte und schließen wollte, müssten zuallererst Baumschulen den Faden aufnehmen und Haselnussbäume oder Haselnusssträucher züchten, die ein bisschen wetterbeständiger sind und mit unserem Klima gut klarkommen. Im nächsten Schritt müssten Knackanlagen etabliert werden und Erntemaschinen, damit man diese Plantagen, selbst wenn es dann in Mischkultur angebaut wird, es muss nicht unbedingt negativerweise Monokultur sein, es kann auch Mischkultur sein, aber es ist immer so, dass wenn wir Pflanzen landwirtschaftlich nutzen wollen, dann müssen sie auch nah beieinander stehen, sonst macht es keinen Sinn, die Ernte irgendwie ertragreich zu gestalten und auch wirtschaftlich abzubilden.
Das heißt, man hätte dann schon wieder eine gewisse Art von Kultivierung, die kann sehr gut sein, da kann man mit Permakultur dran gehen und mit Mischkultur dran gehen und kann das auch zukunftsfähig und nachhaltig gestalten. Aber wir bräuchten dann eben entsprechend auch die Knackanlagen und die Weiterverarbeitung. Und diese gesamte Infrastruktur existiert in Deutschland aktuell nicht, was zur Folge hat, dass es erstmal gebildet werden müsste. Und ja, wir bis dato auf Haselnüsse zurückgreifen, die eben in Italien oder in der Türkei wachsen. Oder im französischen Ausland. Ich glaube, in Südfrankreich gibt es auch die ein oder andere Haselnussproduktion. Alles genau, klar. Ich habe noch eine zweite Frage im Chat, die ich vielleicht auch einfach noch beantworte. Eine Zuhörerin hat gefragt, ob wir vor Ort sind und uns die Produktionsbedingungen anschauen. Ja, wir kennen unsere Kooperativen. Wir bereisen die nicht alle jedes Jahr, weil das einfach aus personaltechnischen Gründen, aus Kostengründen gar nicht möglich wäre. Wir müssten jedes Jahr mehrfach um den Globus fliegen. Das wäre weder nachhaltig, noch können wir das Unternehmen bezahlen. Aber bei den Kooperativen, bei denen wir eben mit Kooperationspartnern zusammenarbeiten, wie Gebana oder Nimbua oder Hylea sind das bei den Paranüssen, gibt es natürlich Berichterstattungen und Dokumentationen vor Ort mit, und das gucken wir uns natürlich an. Also das ist einfach ein Netzwerk und eine zertifizierte, nachvollziehbare Art der Kooperation, die allen Kooperationspartnern ermöglicht, beteiligt zu sein. Alles klar. Vielen Dank, Estella. Sehr spannend, ein sehr interessanter Einblick, den du uns gegeben hast. Ich würde sagen, genau, wir sehen uns gleich ja wieder zur Podiumsdiskussion. Wir kommen jetzt zu unserem nächsten Referenten, das ist Oki Ogwu. Er ist Projektmanager bei Cashew4U und Cashewbauer aus Nigeria. Das heißt, wir reisen jetzt virtuell nach Nigeria und das Ganze wird, wie bereits angekündigt, simultan übersetzt. Also einfach wählen, ob es übersetzt werden soll oder im Originalton. Dann begrüße ich an dieser Stelle jetzt Oki Ogwu. Hello, good evening all. Hallo, guten Abend alle miteinander. Danke, dass Sie mir die Möglichkeit geben, hier zu sprechen. Mein Name ist Oki Ogwu. Ich bin der Manager für Cashew4U International. Cashew4U International ist eine Cashew-Verarbeitungsfirma, die in Akku im Südosten Nigerias liegt. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und liegt zu 80% im Besitz der Fairfood Freiburg GmbH. Cashew Freiburg ist unsere Wurzel, unser Anfang und unsere Verbindung nach Afrika. Und ja, ich arbeite hier bei nicht nur bei Fairfood Germany, sondern ich arbeite hier in der Kontrollabteilung und ich überwache die Überwachung in Nigeria von der Pflanzung bis der über die, das Wachstum. Ich bilde die überwache die Ausbildung der Produzenten, bis dann später auch die Produkte nach Deutschland geliefert werden. Das ist eine kurze Einführung oder Vorstellung von mir. Die Cashews, die wir aus Nigeria importieren, haben einen besonderen Namen. Die werden als in Steinofen gebacken bezeichnet. Die werden hier in Freiburg verkauft und sind unsere leckersten Cashews. Und das ist unsere aktuelle Cashew und das ist unser Anfang gewesen. Nigeria und bist auch quasi auf dem Feld, schaust dort nach, beziehungsweise was genau machst du, was sind deine Aufgaben in Nigeria? Actually, my task in Nigeria starts from... Tatsächlich beginnt meine Aufgabe in Nigeria mit dem Pflanzung der Cashew, denn wenn man hohe Qualität haben möchte, muss man wirklich bei der Anpflanzung beginnen. Cashew4U verarbeitet nicht nur die Cashews, sondern pflanzt auch die Bäume. Wir arbeiten eng mit verschiedenen
Bauern und Bäuerinnen und Kooperativen zusammen, die auch im Besitz ihrer eigenen Plantagen sind und die Qualität der Pflanzen überprüfen, im Endeffekt seit der Pflanzung. In unserer Baumschule ziehen wir die Pflanzen hoch und verteilen sie dann an die verschiedenen Bauern und Bäuerinnen, das kostenfrei, und bieten den Bauern und Bäuerinnen auch Unterstützung bei der Pflanzung. Wir unterstützen beispielsweise auch, indem wir ihnen Werkzeuge und Anreize mitliefern. Denn die Cashew als Bioprodukt angepflanzt werden und es ist sehr teuer, unter Biobedingungen anzupflanzen und es ist nicht ganz so leicht, wie die meisten vielleicht denken. Das ist im Endeffekt die natürliche Anpflanzungsart und Weise. Aber im Endeffekt, seitdem die Technologie entwickelt wurde, die Dünger entwickelt wurden, das ist in Südafrika sehr schwierig. Und man versucht wirklich eine erfolgreiche Ernte zu gestalten. Und wenn man umstellt auf Bio-Anpflanzung, dann ist es ein bisschen schwierig, damit die Leute auch verstehen, was die Vorteile davon sind und wirklich auch vollständig den Weg mitgehen. Wir arbeiten ebenfalls an der Entwicklung des Humankapitals mit. Das bedeutet, da kommt die Fairness ins Spiel. Wir wollen eine faire Wirtschaftsbeziehung mit den Menschen Nigerias aufbauen, speziell in Nigeria, aber auch im Rest von Afrika. Denn dort produzieren wir die Cashews, die wir hierher bringen. Das heißt, wir versuchen, ihnen faire Arbeitsbedingungen zu liefern. Wir stellen viele Dinge zur Verfügung, und dass sie auch wirklich bekommen, was sie brauchen, um gute Arbeit leisten zu können. Wir versuchen auch, die Bauern und Bäuerinnen in den besten Landwirtschaftspraktiken für die Cashew-Produktion, für die Bioproduktion zu trainieren, auszubilden. Wir versuchen, ihnen Anreize zu schaffen. Wir bringen ihnen die Bäume und ermutigen sie, unseren Weg mitzugehen. Und so bauen wir auch ein Vertrauen auf und können auch wirklich eine bessere, eine freundlichere auch Wirtschaftsbeziehung zu ihnen halten. Wie muss man sich die Arbeitsbedingungen auf dem Feld für die Arbeiter und die Arbeiterin vorstellen? Bei euch in Nigeria? Well, the working condition is harsh. Die Arbeitsbedingungen sind hart, muss man sagen. Was sie bekommen, ist nicht sonderlich ermutigend. Denn andere Akteure, aufgrund der anderen Akteure, die ebenfalls in der Cashew-Verarbeitung involviert sind, aber wir arbeiten direkt mit den Bauern und Bäuerinnen zusammen, damit sie auch die vollständige Wertschöpfung der Cashew mit erfahren können. Man lernt viele Menschen mit unterschiedlichen Ansichten kennen, muss immer versuchen zu vermitteln, damit Dinge nicht vielleicht gelegentlich eskalieren, dass es keine Missverständnisse zwischen den Beteiligten gibt. So gut wie jedes Mal, wenn wir vor Ort sind, gehen wir von einem Wald in den anderen und stellen Cashew zur Verfügung. Und jeder hat seine besten seine Gedanken dazu, was die besten Möglichkeiten und Mittel sind, Dinge zu verschneiden. Es ist nicht immer einfach, aber es ist das Beste, was wir machen können. Und es ist das Beste für die Natur. Und ich liebe es. Und ich mache es mein Hobby und ich mache das sehr gerne. Hat Bio wirklich was für die Arbeiter, für die Arbeiterin in Nigeria gebracht? Ja, in letzter Zeit schon, weil wir jetzt wirklich auf den Feldern mit sind. Wir können die Menschen von der Bio-Anbau überzeugen. Die Leute verstehen jetzt nun, dass der natürliche Anbau wirklich der beste Anbau ist.
wir haben damit auch wirklich Hoffnung vor Ort bringen können. Und die Bauern und Bäuerinnen sehen jetzt nach längerer Zeit, dass sie bessere Produkte haben, dass sie teurer verkaufen können als in der konventionellen Produktion. Das heißt, für uns ist es auch noch ein zusätzlich positiver Einfluss, die Bioanbau wieder nach Nigerien zu bringen und nach Nigeria zu bringen. Erzähl uns doch noch was über Cashews selbst in Nigeria, in der nigerianischen Esskultur. Wie müssen wir uns das vorstellen? Werden in Nigeria selbst auch Cashews viel gegessen oder ist es quasi nur ein Exportprodukt? Tatsächlich ist die Cashewkern doch ein traditionelles Element in meinem Land. Ich kann mich immer noch erinnern, dass als ich klein war, meine Mutter mich in ein Tuch getragen hat, von einem Ort zum nächsten und Cashews gekauft und verkauft hat. Und das hat natürlich mich auf viele Arten und Weisen mindestens direkt und indirekt beeinflusst. Heute bin ich Cashew-Anbauer und ich bin auch im Vertrieb von Cashews involviert. In meiner Kultur essen die Cashews nicht so sehr, aber sie nutzen sie für den Tourismus. Und wenn ein Besucher nach Hause kommt, eingeladen wird, vielleicht in der westlichen Welt, dann bietet man die besten Kaffee an und in Nigeria bietet man die besten Cashews oder anderen Nüsse an. Sie werden ebenfalls natürlich als Lebensmittel verarbeitet, die Cashews. Wenn man die nigerianischen Cashews isst, dann ist man sofort satt. Also so nutzen es manche auch als Nahrungsergänzungsmittel. Und auch für die Gesundheit ist es sehr wichtig. Menschen mit zum Beispiel Nierenproblemen essen viele Cashews, weil sie glauben, dass die Form der Frucht ein Element repräsentiert, das dann eine Heilung im Körper hervorsagen kann. Das heißt, die rohe Cashew sieht aus wie eine Niere, sind nierenförmig und deswegen glauben die Menschen, dass wenn sie Cashews essen, das gut ist für die Nieren und das ist auch eine weitere Bedeutung der Cashew für das Land, aus dem ich komme. Ich wollte auch sagen, dass wir wirklich sehr, sehr stark in der Anpflanzung der Cashewbäume involviert sind. Wir haben mehr als 5000 Cashewbäume gepflanzt und wir wollen noch viele, viele mehr pflanzen. Essentiell geht es darum, die Umwelt zu erhalten, die Umwelt von Veränderungen zu schützen. Das hilft ebenfalls, Bodenerosion zu verhindern und es bietet halt eine gute Lebensgrundlage für die Menschen. Bei Cashew for You beispielsweise, wenn wir Cashews verarbeiten, können wir gute Arbeitsmöglichkeiten für Frauen beispielsweise anbieten. Frauen, die vielleicht keine mehr Hoffnung mehr haben, die nicht mehr wissen, wo ihre nächste Mahlzeit herkommen soll. Sie kommen zu uns und wir geben ihnen eine Möglichkeit zu arbeiten. Wir arbeiten ebenfalls mit Bauern, Bäuerinnen und Kooperativen zusammen und aktuell arbeiten wir mit 50 Ausbildern und Ausbilderinnen, die zu den Bauern und Bäuerinnen gehen und diese ausbilden. Und natürlich verlassen sich die Leute auch für ihren Lebensunterhalt auf unser Projekt. Das heißt, wir haben wirklich einen sehr großen Einfluss auf die Menschen genommen, von denen wir unsere Cashews beziehen und deswegen ist dieses Projekt auch so fantastisch. Herzlichen Dank, Oki. Wir haben noch eine Frage und zwar, wie oft im Jahr werden Cashews geerntet und für wie lange? Actually, Cashew is harvested once a year. Cashews werden einmal im Jahr geerntet. Die Ernte beginnt Ende Januar und geht bis Ende April ungefähr. Nach der Erntesaison bekommt man keine qualitativ hochwertigen Cashews mehr. Die meisten
Cashews werden also zwischen Ende Januar und Ende April geerntet. Alles klar. Herzlichen Dank, Oki. Das heißt, die Cashew-Ernte geht quasi bald los. Ja, sehr spannend. Genau, Oki, wir sehen dich gleich nochmal zur Podiumsdiskussion. Jetzt wollen wir unseren dritten Referenten einladen. Das ist Anthony Lewis von Fairfood Freiburg selbst und er ist auch im Projektmanagement für Nigeria tätig. Hallo, Anthony. Hello, Antje. Hello, everyone. Thank you for having me. Antje, hallo alle. Danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Magst du kurz was erzählen oder soll ich gleich mit meinen Fragen starten? I think OK did a very good job of. Ich glaube, OK hat mich auch schon sehr gut mit vorgestellt, auch das Projekt sehr gut mit vorgestellt. Aber ich wollte einfach nur sagen, das, was ich hier mache als Projektmanager bei Fairfood Freiburg für unsere in Nigeria laufenden Projekte, sind das, also die Ziele des Projektes sind, den Lebensunterhalt der Produzierenden vor Ort zu verbessern. Danach, und das ja, für die Jahre, die wir daran arbeiten können, und natürlich auch nachhaltig für die Zukunft. Wir haben also verschiedene Indikatoren dafür. Einer davon ist der Ausbildungserfolg, wie es OK auch schon beschrieben hat, die dabei unterrichten, wie man Cashews plant. Bis zu 5.000 sollen wir in den nächsten Jahren noch planen. Und dann haben wir auch eine Baumschule vor Ort, wo die Bäume hochgezogen werden sollen. Und das tun wir, damit in der Zukunft die Menschen, die Cashews für uns anbauen vor Ort, ein größeres Angebot haben, aus dem sie dann verkaufen können und somit die Cashew-Industrie dort vergrößern und ausbauen. Alles klar, danke schön, Anthony. Eine Frage, wie sieht es bei euren Bauern, bei euren Bäuerinnen vor Ort aus? Wie müssen wir uns das vorstellen? This question, I'll give an introduction, but ich kann eine Einführung zu der Frage geben, aber ich würde auch fragen, was Sie und ihr gerne wissen möchtet. Also falls es, um dann spezifisch darauf eingehen zu können, aber ich kann natürlich eine kurze Einführung geben. Unsere Bauern und Bäuerinnen in Aku sind natürlich von dem Land abhängig. Sie haben auch Kartoffeln und Haselnüsse und andere Produkte an. Es sind auch Mischkulturen, mit denen sie auch andere Produkte verkaufen können auf den heimischen Märkten, anstatt einfach nur an Drittpersonen zu verkaufen. Fairfood möchte gerne diese Mittelsmänner eliminieren und deswegen wollen wir eine direkte Wertschöpfungskette mit den in den Produktionsländern schaffen. Denn diese Mittelsmänner haben natürlich signifikante Macht durch ihr Kapital, können also tonnenweise rohe Cashewnüsse kaufen und können auch die Preise verhandeln, die Preise drücken, den Preis pro Kilo. Das meine ich damit. Wir entwickeln also Verträge mit den Anbietern und bieten 10-15% Bonuszahlungen zum Marktpreis an. Und dann fragen Sie sich vielleicht, wo der Marktpreis liegt. Der Marktpreis liegt normalerweise oder hängt jedes Jahr, verändert sich jedes Jahr. Verschiedene Einrichtungen bestimmen den. In diesem Fall gehen wir von der African Cashew Alliance aus, die in Westafrika ansässig ist und die bestimmen die Preise. Abhängig davon, was die Bauern und Bäuerinnen im vorangegangenen Jahr verkauft haben. Aber da die Weltwirtschaft auch von Öl abhängig ist, speziell Nigeria als großer Ölexporteur, ja, das gibt oftmals dann damit auch, hat einfach auch den Preis. Dieses Jahr mit der Energiekrise beispielsweise sind die Cashew-Preise gestiegen. Ein weiterer Aspekt ist, dass die Region um Aku, das Dorf, aus dem auch Aku ist, was dort auch liegt, ist nicht traditionell eine kommerzielle produzierende Reduktion. Aber die Cashews, die es dort gab, ich war das erste Mal dort, oder in den letzten anderthalb Jahren dort häufiger, und dort wachsen sehr, sehr viele Cashewnüsse. Dort werden auch unsere Cashewnüsse produziert und wir möchten Aku zum Verarbeitungshub für Cashews auch machen und das, indem wir ein Netzwerk von Biobauern einrichten und das dabei sind wir ja gerade. Und wenn es um die Verarbeitungseinrichtungen geht, wo wir dann auch die Arbeiter und Arbeiterinnen
unter guten Arbeitsbedingungen die Cashews verarbeiten lassen wollen. Alles klar, vielen Dank. Anthony, die Frage wurde sozusagen genau beantwortet. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Die andere Frage, die ich habe, wie ist eure Verbindung zu den Produzenten, Produzentinnen? Wir hatten ja schon Fairchain angesprochen. Kannst du uns darüber noch was erzählen? Yes, so I highlighted this a little bit. Ich habe das auch ein wenig in der vorherigen Antwort ein bisschen hervorgehoben. Wir entwickeln gerade unser Netzwerk mit den Anbauenden in der Region. Wir haben bereits gute Beziehungen zu einigen Bauern und Bäuerinnen, die an uns verkaufen. Die sind also, kennen Cashew4U also. Wenn wir aber gerne mehr kaufen würden als Cashew4U anbieten können, möchten, gehen wir auch auf die regionalen Märkte, auf die einheimischen Märkte, wo wir auch die rohen Cashewnüsse kaufen können und verarbeiten lassen können. Also die sind ein bisschen außerhalb unserer Reichweite in Anbetracht von oder im Aspekt der Zertifizierung. Aber wir wollen langfristige Kaufverträge mit denjenigen etablieren, die sich gerne den Bio-Anbaurichtlinien verpflichten möchten. Diese Verträge sind nicht bindend, das heißt nicht exklusiv, das heißt, sie können auch an andere Käufer verkaufen. Die einzige Voraussetzung ist, dass sie sich an biologische Anbauvorgaben halten. Also der Bio-Anbau-Zertifizierung haben einige noch nicht geschafft, das muss ich auch erwähnen, aber deswegen sind in den langfristigen Kaufverträgen ist eine Verpflichtung enthalten, dass sie sich an diese Vorgaben halten, speziell, dass sie keine chemischen Zusatzstoffe anwenden, es sei denn, sie werden als organisch zertifiziert. Und das ist natürlich bis auf 3 Jahre nachzuweisen. Entschuldigung. Also es nachzuweisen, dass die sich an diese Bio-Vorgaben gehalten haben, bevor sie dann eine Zertifizierung erhalten können. Alles klar, vielen Dank, Anthony. Ich habe noch eine Frage, und zwar eure Cashews kommen ja aus Nigeria, Westafrika. Die Macadamia bezieht ja aus Ostafrika. Wir alle wissen, kennen das Thema Wasserknappheit, gerade in Ostafrika, wenn man sich die Region anschaut. Wie sieht es da aus? Haben die Länder bereits mit Wasserknappheit zu kämpfen? Und wie soll das oder wie kann das in Zukunft aussehen? Kannst du dazu was sagen? Absolutely. It's a good question. I've been looking at reports. Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mir auch entsprechende Berichte angeschaut, um Resilienzstrategien in unsere Projekt einzubinden, was mit so wenig möglich Technologie arbeitet. Wir arbeiten auch mit Expertinnen und Experten in Ghana, die versuchen, das in die Ausbildung zu integrieren, dass wir quasi Tropfbewässerung über Wasserflaschen installieren können. In den Regionen, in denen wir operieren, gibt es relativ viel Müllverbrennung, weil es keine formalisierte Müllsammlung gibt. Und natürlich sind Wasser, die im Flaschen verkauft werden, ist ein großes Problem. Die liegen überall rum, werden dann am Ende verbrannt. Und wir haben versucht, diese Tropfsysteme zu installieren, indem man einfach quasi ein Loch in den Flaschenboden sticht und die mit Wasser füllt, diese in den Boden steckt, sodass die Cashewnüsse nicht, tagelang nicht gewässert werden müssen, bis man dann diese Flaschen wieder auffüllen muss. Diese Strategien basieren natürlich auf auf einfacher Technologie und wir versuchen, die einzubauen, um den Müll zu reduzieren oder zumindest einen Aspekt des Upcyclings mit zu involvieren. Alles klar, vielen Dank, Anthony. Wir haben noch eine Frage jetzt aus dem Chat bekommen, an dich auch gerichtet. Die Frage ist, wie häufig kommt Cashewware nach Deutschland? Wie häufig wird sie ausgeliefert? Und wird sie dann hier vor Ort in Mehrwegbehälter verpackt? Let me see if I can... Mm.
So the question, if let me clarify for understanding. Einfach nur, um das nochmal eindeutig zu klären, ist die Frage, wie oft Cashews aus Nigeria herkommen oder zu Fairfood im Speziellen? Ob du das beantworten kannst nach Deutschland, genau, und ob dann diese Cashews quasi hier in die Mehrwegbehälter kommen. So, starting with the cashews from Nigeria, okay. Mit den Cashews aus Nigeria beginnen. Natürlich ist der Ertrag einmal im Jahr, es wird einmal im Jahr geerntet. Das heißt, wir haben Kapazitäten, die nur einmal im Jahr zu verarbeiten. Und ja, die werden, wie gesagt, einmal im Jahr geliefert. Cashews aus unseren anderen Kooperativen und Partnern Westafrika und natürlich auch weltweit für die anderen Nüsse, mit denen wir arbeiten, die werden regelmäßig geliefert. Und das ist möglich, weil die Cashewnüsse im Speziellen zwar geerntet werden, aber dann eingelagert werden, um das ganze Jahr über Cashewnüsse liefern zu können. Bei Fairfood haben wir also oder halten wir Cashew-Lieferungen ungefähr alle 2 bis 3 Wochen. Aber das ist tatsächlich nicht meine Expertise. Das ist aber das Produkt, das wir am meisten rösten bei uns. Und deswegen kann ich, das ist das, was ich dazu sagen kann. Alles klar, vielen Dank, Anthony. Eine Frage ist noch angekommen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es Nüsse, also ob es jetzt um Cashews geht. Die Frage ist, wie werden sie herausgeholt, gekocht? Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Ansonsten vielleicht kann das Oki. Okay. So for cashew nuts, I think you're asking about a little bit about. Ich glaube, die Frage bezieht sich darauf, wie der Ernteprozess abläuft. Die Cashew wächst mit einer Frucht darum und die Nuss hängt am Boden. Also wenn ich jetzt dieses Pfandglas nehme, das im Endeffekt ein wenig aussieht wie eine Cashewfrucht, dann haben Sie eine Nuss, die kann ich hier unten dran halten. Das ist die rohe Cashew, die davon herunterhängt. Wie am Anfang der Präsentation konnten wir ein Foto davon sehen. Diese müssen erhitzt werden und normalerweise werden sie vorher getrocknet und dann werden sie in einem Ofen geröstet, damit die Schale geknackt werden kann. Die Schale hat eine ätzende Substanz entwickelt, die für die Finger schädlich sein kann, deswegen werden sie erst gekocht und über offener Flamme geröstet. Da geht es darum, und dieser Prozess kann diese ätzende Flüssigkeit im Öl der Cashewnüsse quasi auflösen. Also wer die Cashew öffnet, muss auch Handschuhe tragen für den Fall, dass etwas von diesem Öl auf die Hände kommt, wenn es nicht bereits vollständig sich aufgelöst hat. Danach werden sie aufgebrochen und mit einem Messer geschält. Sehr spannend. Herzlichen Dank, Anthony. Ich sehe jetzt erstmal keine weiteren Fragen im Chat. Genau, wir konnten ja schon einige beantworten. Sehr spannend auch der Input und die Gesprächsrunde. Ja, nachdem wir jetzt quasi unsere 3 Referentinnen gehört haben, wollen wir jetzt in eine kleine virtuelle Podiumsdiskussion gehen. Daher nochmal auch unsere Bitte, beziehungsweise wenn Sie möchten, liebe Teilnehmenden, stellen Sie gerne noch weitere Fragen, die würden wir dann in unsere Podiumsdiskussion aufnehmen. Ansonsten lade ich jetzt quasi alle wieder ein, nämlich Estella, Ogi und Anthony für unsere Podiumsdiskussion. Genau, schön, dass ihr wieder zurück seid. Ja, dann stelle ich meine erste Frage an euch und wir schauen, ob im Chat noch weitere kommen. Genau, ihr habt jetzt natürlich von Fairfood Freiburg geredet, von eurer Food Chain quasi, aber insgesamt jetzt gesprochen mit Blick auf den weltweiten Konsum von Nüssen, geht es tatsächlich noch, Cashew und andere Kerne und Nüsse nachhaltig zu bewirtschaften, global gesprochen? Sollen wir einfach antworten, wie wir, ja? Ja, ich denke, genau. Ich würde das jetzt an niemanden konkret stellen, wer von euch dreien sich angesprochen fühlt und dann schauen wir.
Also ich glaube, wenn wir die Frage so ganzheitlich stellen, dann können wir sie generell stellen. Geht es überhaupt noch, Lebensmittel nachhaltig anzubauen? Weil die Cashewbäume oder alle anderen Nussbäume sind einfach auch erstens mal ganz natürliche Pflanzen auf diesem Planeten, die es seit Jahrhunderten, zum Teil seit Jahrtausenden gibt. In Bezug auf den Baum ist es sogar eine besondere Pflanze. Der Baumbestand weltweit sollte erhalten werden oder tatsächlich vermehrt werden. Jeder Baum, der gepflanzt wird, der groß wird und der 40, 50, 60 oder 100 Jahre steht und nebenbei Nüsse oder andere Früchte liefert, ist für unseren Planeten und das Klima gut. Und nachhaltiger Anbau ist grundsätzlich für alle Lebensmittel, die wir verzehren, erstrebenswert. Das heißt, es ist egal, ob es Nüsse sind oder ob es Kartoffeln sind oder Kürbisse oder Himbeerhecken. Wir sollten immer darauf bedacht sein, nachhaltig und im besten Fall ökologisch, also biologisch anzubauen. Wenn ich die Frage richtig verstanden habe. Genau, meine nächste Frage. Was muss passieren? Also ihr seid Fairfood Freiburg, wir wissen, was ihr macht, aber auch allgemein gesprochen, was muss passieren, um die Situation der Produzenten, der Produzentinnen zu verbessern? Vielleicht auch Ogi, weil Ogi, du bist vor Ort. Was denkst du allgemein gesprochen, was sich ändern muss? Hallo, let me come in here. Das beantworte ich gerne. Viele Dinge müssen sich ändern. Zuallererst müssen wir über die hohe Wertschöpfungskette von Cashewnüssen sprechen. Es gibt ja sehr viele Engpässe und diese Personen, die dann weiterhin involviert sind, Dritte, die involviert sind, die versuchen natürlich auch die Rendite abzugreifen von den Bauern und Bäuerinnen. Und deswegen hat sich Fairfood dazu entschieden, das Unternehmen vor Ort zu gründen, um diese Infrastrukturengpässe zu auszulöschen, dieses auszuschalten, damit die Bauern und Bäuerinnen mehr von der Wertschöpfungskette abbekommen können. Das ist eine Möglichkeit, die wir haben. Und die meisten Arbeiter und Arbeiterinnen, die sich mit der Verarbeitung von Cashews bei Cashew for You beschäftigen, die haben keine stabile Arbeit. Wir verarbeiten unsere Cashewnüsse 100% per Hand. Wir haben keine Maschinen dafür. Und ein Kilogramm Cashew-Verarbeitung bedeutet, dass man 10 Kilogramm roher Cashews knacken muss. Das heißt, es ist sehr intensive Arbeit und es dauert sehr, sehr lange, bis man die Cashews, die wir hier essen, produzieren kann. Das heißt, wenn die Cashews nach Deutschland kommen, gibt es immer noch diverse kleinere Herausforderungen, wie wir die verkaufen können und wie wir sie bis den Kunden und Kundinnen vermarkten können. Denn manchmal arbeiten die Arbeiterinnen und Arbeiter nicht durchgängig für ein Jahr, sondern sie arbeiten anhand der Aufträge, die aus Deutschland kommen und können halt nicht kontinuierlich arbeiten. Und das ist mein Input dazu. Ich kann da vielleicht auch noch ein paar Sachen hinzufügen. Was sehr wichtig ist vor Ort, wie Oki und ich es gesehen haben, als wir auf eine Konferenz zu technischen und Berufsausbildung gegangen sind, bei der Konferenz in der nigerianischen Hauptstadt Abuja ging es, wie man diese Praxen in der Cashew-Industrie umsetzen kann. Eine der größten Herausforderungen, speziell für Nigeria, ist im Moment, dass sie eine große Bevölkerung haben. Ich glaube, wir reden ungefähr von einem Drittel Afrikas ungefähr, das in Nigeria lebt.
Und die Bevölkerung wächst weiter und Prognosen sagen, dass Lagos die größte Stadt der Welt sein könnte im Jahr 2050. Und eine der größten Herausforderungen ist aktuell, den Leuten Möglichkeiten zu geben, zu arbeiten und ihren Lebensunterhalt zu verdienen, damit sie Essen auf dem Tisch haben. Die Regierung orientierte sich in der Vergangenheit mehr in Richtung Öl, seitdem die Kolonialmächte, früheren Kolonialmächte sich dafür eingesetzt haben in der modernen Geschichte. Und jetzt bemerkt die Regierung, dass es mittlerweile schon wieder Schwierigkeiten gibt dabei, dass es schwieriger wird, neue Ölquellen zu finden. Das wiederum führt zu einer relativ lustigen Geschichte. Als wir durch Budjek gefahren sind, haben Oki und ich Benzin. Aber er meinte, okay, hier dürfen wir nicht kaufen, weil die mischen das vielleicht mit Wasser. Das ist eine potenzielle Lebensrealität vor Ort in Nigeria. Also die Regierung versucht, die Wirtschaft zu diversifizieren, dass sie nicht mehr so sehr vom Öl abhängig ist, versucht mehr auf die Landwirtschaft zu bauen. Und die Cashews sind natürlich ein großer Teil davon. Was nun also getan werden muss, man muss den Menschen Ausbildung zukommen lassen. Man muss die trainieren, ausbilden, die das möchten. Man muss darin Geld investieren für die Leute, die speziell in der Landwirtschaft arbeiten möchten. Man muss es einfachen Zugang dazu gewähren. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Vorgaben zum biologischen Anbau Gedanken haben, dass man sich die Länder quasi per Hand aussuchen kann, wo man diese Vorgaben umsetzen kann. Und das ist natürlich super für die Bodenverhältnisse, aber das kann man sich deswegen trotzdem nicht einfach aussuchen. Wenn ich über Investments spreche, dann rechne ich für Investitionen in die richtigen Werkzeuge, damit man effizienter arbeiten kann, aber auch damit man deutlich menschenwürdigere Arbeitsvoraussetzungen schafft. Wenn nicht alles immer nur per Hand gepflanzt wird und man lange arbeitet, dann sind die Arbeitsbedingungen nicht zwingend fair. Das heißt, die Arbeitszeit muss ebenfalls auch ins System eingebunden werden, in dem die Menschen dort arbeiten. Alles klar, herzlichen Dank für die Beantwortung der Frage. Sehr spannend. Muss viel passieren. Jetzt noch eine weitere Frage von mir und wir schauen dann gleich nochmal im Chat. Was können wir speziell jetzt, wir als Konsumentinnen, als Konsumenten tun? Wie erkennen wir gute, saubere und faire Nüsse und Kerne? Would you like to answer, Estella? Würdest du das gerne beantworten, Estella? I can start. Perhaps you can add something. Ich kann vielleicht loslegen und du kannst etwas hinzufügen. Es ist total wichtig, sich als Konsumentin damit auseinanderzusetzen, wie die Unternehmen arbeiten, von denen man bezieht. Und das kann das kann so sein, dass man sich wirklich auf den Homepages bewegt und sehr genau nachliest, wie ein Unternehmen arbeitet und was diese Unternehmen eben tun, was die Philosophie ist. Und es kann natürlich auch sein, dass man beim Einkauf tatsächlich auf Siegel achtet, wobei Siegel auch missbraucht werden können, aber grundsätzlich sind sie ein Indikator dafür, dass sich Unternehmen damit auseinandersetzen, was sie tun. Und klar, wir sind jetzt heute Abend hier und sprechen über Fairfood Freiburg. Ich glaube, es ist eine gute Wahl, Nüsse von Fairfood zu kaufen und direkt zu verzehren und damit schon mal einen Schritt in eine richtige, nachhaltige, zukunftsfähige Richtung zu machen. Es gibt aber auch andere Unternehmen, die gut gehandelte, faire Nüsse auf den Markt bringen. Und ich glaube, also natürlich finde ich das ganz toll, wenn wir viele Kunden haben und wenn viele Menschen bei uns einkaufen. Es gibt einfach auch andere Produzenten, Produzentinnen, die auf nachhaltigen Anbau achten. Der Fairness halber muss man das, denke ich, einfach immer sagen. I would only add that it's important as consumers. Ich würde eigentlich nur hinzufügen, dass es für uns KonsumentInnen auch wichtig ist, dass wir das Lebensmittel verstehen, das wir konsumieren. Natürlich geht es nicht um Fleisch, aber Estella hat ja auch schon erläutert, dass die
Industrie sehr, sehr viel Gräueltaten versteckt. Und ich glaube, das ist ähnlich für bei der Nussproduktion. Natürlich nicht in unserer Produktion, denn wir glauben fest daran, dass es besser geht und wollen es besser machen. Aber ich denke, es ist wichtig, es auch aufzuzeigen, wie die Nüsse produziert werden und Lebensmittel produziert werden und das auch einzufordern. Wir wachsen in einem System auf, in dem wir glauben, wir können als Individuum nichts verändern, vielleicht sogar als Kind nichts verändern, aber die Macht des Konsums hat einen großen Einfluss. Das muss leichter werden. Es muss leichter werden für Konsumenten und Konsumenten werden, die sich dessen vielleicht nicht so bewusst sind, wie wir hier sind und wie das Publikum, das hier heute versammelt ist, es tut. Vielleicht ist da eine entsprechende Etikettierung wichtig. Ich kann nur über Ökobilanz nachdenken, das Verständnis für den eigenen Fußabdruck. Und ich persönlich würde das gerne öfter sehen. Und zwar auf subtile Art und Weise in Supermärkten beispielsweise, so psychologische Schubser in die richtige Richtung, um Verhaltensweisen zu verändern. Und das ist so einfach und umsetzbar eigentlich in Supermärkten. Aber natürlich ist das auch eine Anerkennung für Slow Food, die natürlich Aufmerksamkeit dafür schaffen, Bewusstsein dafür schaffen und die Geschichten hinter den Lebensmitteln erzählen. Ja, und ich glaube, wir haben die Tendenz als einzelne Konsumentinnen eben wirklich immer zu denken, ich alleine kann nichts bewegen. Aber wenn ganz viele einzelne Menschen den Schritt gehen und sagen, ich kann nicht die Welt verändern, aber ich kann meinen Teil dazu beitragen, dann sind wir in der Masse sehr viele, die ihren Teil dazu beitragen und die schlussendlich doch gemeinsam die Welt verändern. Alles klar, vielen Dank. Ich habe eine Frage auch noch an euch jetzt direkt an Fairfood Freiburg. Ist es für euch auch quasi ein Anliegen oder eine Vision, euch für heimische Nüsse einzusetzen, im Sinne von, um die Nachhaltigkeit im Nussanbau hierzulande zu fördern, quasi ein Global-Nussnetzwerk, wäre das was? Gibt es da Ideen oder kommt das für euch eher nicht in Frage? Da kann ich ganz kurz ansetzen. Wir hatten letztes Jahr tatsächlich den Fall, dass wir unbedingt Walnüsse ins Sortiment mit aufnehmen wollten und uns dann tatsächlich mit einer Initiative, die hier am Kaiserstuhl in Südbaden tätig ist und Walnussanbau forciert, sehr intensiv auseinandergesetzt haben. Das hat jetzt für Fairfood spezifisch verschiedene Hindernisse mit sich, also würde verschiedene Hindernisse mit sich bringen. Wir sind als Fairtrade organisiertes Unternehmen verpflichtet, auch Fairtrade oder Fair for Life, also fair zertifizierte Kooperationspartner und Handelspartner zurückzugreifen, weswegen wir nicht einfach lokale Produkte integrieren können. Das braucht dann immer extra Genehmigungen und solche extra Genehmigungen sind teuer. Und wir sind als Unternehmen auch nicht so aufgestellt, dass wir initiativ jetzt eine Walnussplantage gründen könnten, um dann den Anbau vor Ort voranzutreiben. Das braucht enorme finanzielle Mittel und eine ganz andere Infrastruktur und ganz andere Grundpfeiler, als ein Unternehmen besitzt, das wie Fairfood aufgestellt ist. Aber natürlich wäre es auch aus unserer Perspektive extrem erstrebenswert, wenn in Deutschland gewisse Nüsse, die hier wachsen können, produziert werden. Und dazu gehören die Walnüsse, dazu gehören Haselnüsse und dazu gehören sogar bestimmte Mandelsorten. Es gab ganz lange am Rhein entlang, dort wo auch die Weinbauregionen am Rhein liegen, die rheinische Krachmandel, die in Deutschland angebaut und auch hier verzehrt wurde. Auch das hat sich wirtschaftlich nicht getragen und dann wurde sie wieder aus dem Markt entfernt oder hat sich einfach das hat sich verloren, aber die Möglichkeiten bestehen grundsätzlich und das wäre super, wenn es das gäbe, auf jeden Fall. Alles klar, vielen Dank, Estella. Sehr spannend, dann schauen wir mal, was uns die Zukunft bringt. Erstmal an dieser Stelle herzlichen Dank für den Input, auch an Oki und Anthony. Ich würde die Podiumsdiskussion jetzt an der Stelle schließen, denn es kommen keine weiteren Fragen aus dem Chat. Ich gehe also davon aus, dass unsere Teilnehmenden wahrscheinlich schon sehnlichst auf die Verkostung warten. Genau, von daher herzlichen Dank Oki und Anthony. Und ja, wir kommen nun zum kulinarischen Highlight diesen Abends, denn ja, Slow Food steht ja für
quasi Genuss und Verantwortung. Die Verantwortung haben wir mit Bezug auf die Nüsse jetzt gerade eben getragen, indem wir uns die Bedingungen angeschaut haben. Und deswegen kommen wir jetzt zum Genuss, zu der Verkostung. Jetzt, wo wir alle zu kleinen und großen Nusskenner und Kennerin geworden sind. Von daher einfach das Probierpaket jetzt in die Hand nehmen. Ein Glas Wasser, wie Estella es vorgeschlagen hat. Oder auch der Wein oder Kräutertee. Und ja, dann übergebe ich jetzt quasi wieder das Wort an Estella und sie wird uns jetzt durch die kleine Verkostung führen. Ich möchte an der Stelle noch eine Sache nachschieben. Und zwar würde mich interessieren, ob die ZuhörerInnen interessiert sind, Bilder aus Nigeria zu sehen. Wir haben bislang keine Bilder gezeigt und nicht geteilt, aber ich weiß, dass Anthony welche in petto hat. Und ich glaube, das ist wahnsinnig unterhaltsam und würde das Ganze auch noch untermauern. Ja, und dann übernehme ich wieder. Sehr gut, dass es Freitag ist, oder? Genau, und bis du die Bilder hochlädst, kann ich ganz kurz noch was zeigen. Ich habe eine ungeknackte Cashew geholt. Wir haben ein paar ungeknackte Nüsse hier, natürlich sehr gut, hoppala. Und einfach nur, ich meine, es ist über die Bildschirme echt nicht gut zu erkennen, so sieht das aus. Und die müssen eben erhitzt werden, das war ja vorhin auch noch eine Frage im Chat, in dieser harten Schale, die diese Cashew umgibt, befindet sich eine ölige Verbindung, die ätzend wirkt. Und wenn man die Nüsse unerhitzt knackt, verätzt man sich tatsächlich die Haut an den Fingern. Deswegen ist das in dem Wertschöpfungsschritt, also in der Wertschöpfungskette total wichtig oder in der Verarbeitungskette, dass die Nüsse, nachdem sie getrocknet sind, erhitzt werden, dann erst können sie geknackt werden. Geschält, von der harten Schale befreit und gepielt. Die Peel ist ein Häutchen, wie bei der Walnuss auch. Da haben wir auch so eine braune Fruchthaut und so eine ähnliche Haut umgibt eben auch die Cashewnuss. Und das wird eben auch abgepielt, dieses Häutchen, und dann erst ist die Cashew verzehrfertig. Und Oki hat gerade eine Packung ins Bild gehalten. Das sind eben die nigerianischen Cashew, die dann nach dem Peelen nochmal im Steinofen vor Ort geröstet werden. Und was wir hier auf der ersten Startfolie sehen, sind tatsächlich Cashew-Bäuerinnen und Ernteverarbeiterinnen, die gemeinsam diese harten Schalen abknacken und die Cashews dann eben peelen. Und anschließend kommen die noch in den Steinofen. Und ich möchte an der Stelle auch noch ganz kurz vorweg teasern, die nigerianischen Cashew, die nächste Ernte ist auf dem Weg zu uns nach Freiburg. Die sind gerade unterwegs zwischen Antwerpen und Freiburg und sind ab nächster Woche hier. Und alle ZuhörerInnen haben die Chance, bis zum 20.12. mit einem Code, den ich nachher im Chat teile, Cashew aus Nigeria zu bestellen, also direkt von der neuen Ernte. Und genau, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Ich übergebe das Wort an dich, Anthony. Okay, ganz kurz. Genau, ein paar Fotos. Also, Estelle hat vorher erwähnt, dass dass in Westafrika die Produzenten produzieren, also die für Cashews produzieren 57% die Cashews, aber es sind nur 10% davon verarbeitet. Und hier sehen wir, dass ein Cashew hat einen Durchschnittsreise von 30.000 Kilometer. Das sind einfach Fotos von den Ofen, die wir die Cashews backen, nach dem Knack, die geknackt sind. Genau. Und hier ist Cashew für you. Maybe, okay, you would like to say something about your employees. Yeah, actually, since 2015 up to today, it has been an eventful year, full of challenges, many obstacles, but we are happy that till today, our workers have been increasing from small number to big number, and our production have also increased from 300 kg to close to 2,000 tons per year. I have wonderful workers working in Cashew for You. 98% of them are women. You know, women are so dedicated. When you have women working for you, you'll be sure
be rest assured you have 100% quality and good products. And I must commend them, because without them, we wouldn't have come this far. I thank them for their patience, for their hard work, for their openness, and for the faith they have on Fair Food Freiburg GmbH. We thank them, we thank the whole process. It is not easy, but we believe we will be successful at the end. Thank you. Okay. So we just go through the pictures here, just so you have a taste of what it's like to produce or to... Wir gehen nochmal die Bilder durch, damit Sie den Eindruck davon bekommen, wie die Bilder verarbeitet werden. Das sind Bilder von der Ernte. Okay, hatte zuvor nochmal kurz geklärt. Entschuldigung, ich wechsle zwischen Deutsch und Englisch ein wenig. Ich bleibe jetzt einfach bei Englisch, versprochen. Ja, wir bilden die Menschen vor Ort aus, damit sie und bauen die entsprechenden notwendigen Kapazitäten aus vor Ort und Gebäude dafür. Und hier sehen Sie auch einige unserer Trainings, die wir gemacht haben. Sie sind noch meine Kollegen, Sie sind Julian, Sie sind okay. Hier auf dem linken Foto und dann die Ausbilder, die hier einfach mit den Bauern und Bäuerinnen auf den Anbauanlagen arbeiten. Unser Ziel ist, wie gesagt, dass wir 40.000 Setzlinge bis 2024 geplant haben wollen, natürlich noch mehr in der Zukunft und darüber hinaus. Wir haben jetzt erfolgreich 5.000 Bäume gepflanzt und natürlich ist auch die Verteilung eine sehr, sehr intensive Tätigkeit und Aufgabe, da es einfach so viele dieser Bäume gibt. Hier links sehen Sie auch unsere Besucher auf die Bauernhöfe, die Herren in grünen und anderen Hemden und Shirts, die Sie sehen. Das sind Partner der Konkashu-Initiative in Ghana. Und rechts sehen wir auch mich auf einer Farm, wo wir mit ein paar Trainern schauen, ob wir diese in unser Netzwerk mit aufnehmen können. Und das war alles. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich übergebe wieder an Estella. Ich wollte ganz kurz nochmal zurückspringen, weil das so schnell war. Die Folie mit dem Reiseweg der Cashew, du brauchst sie nicht nochmal zeigen. Was wir dann nur zeigen wollten, ist eben in der Regel werden 95% der Cashews, die in Westafrika angebaut werden, also in asiatische Länder verschifft. Und die machen eben einen sehr, sehr langen Weg in diesem ungeknackten Zustand. Und erst dann kommen sie zurück in die westliche Welt. Und was wir in Nigeria machen, und auch in Burkina Faso, ist eben direkte Transportwege zu favorisieren. Die Nuss wird im Anbauland geknackt, geschält, gepielt, hatten wir ja jetzt schon, und dann auf direktem Meerweg nach Antwerpen gebracht und landet dann bei uns zum Beispiel in Deutschland oder auf dem direkten Seeweg in die USA, wenn Pferdehandel von dort aus passiert. Und das schont natürlich auch das Klima, weil wesentlich weniger Transportkilometer zustande kommen und die sozialen Bedingungen, die wir ja jetzt schon ausführlich erläutert haben. Jetzt geht es weiter mit der Verkostung. Ihr habt alle, ich habe leider kein Label drauf, aber ihr habt alle die Cashews aus Burkina Faso. Das sind eben, wie gesagt, nicht die nigerianischen, weil die neue Ernte noch nicht bei uns ist. Und all diejenigen unter euch, die anschließend die nigerianischen Cashew bestellen möchten, ihr bekommt diesen Gutscheincode. Der ist gültig bis zum 20.12. Weil die Cashew aber jetzt immer noch nicht da sind, werde ich dafür sorgen, dass der verlängert wird bis zum 31.12., also bis Ende des Jahres, damit ihr alle bis Ende des Jahres noch nigerianische Cashew bestellen könnt. Und ich kann euch das wirklich nur ans Herz legen. Die schmecken nämlich nochmal ganz anders und sind wirklich, wirklich besonders. Also ja, kann man gar nicht beschreiben. Wir haben die Cashew, wir haben die Macadamia. Vielleicht mal so, das ist auch ein bisschen sehen. Die Cashew, die Macadamia, dann haben wir Mandelmus als drittes Produkt, das wir gemeinsam verkosten, und den Freiburger Nussmix, der alle verschiedenen Röstungen beinhaltet, die Fairfood Freiburg aus den Cashews macht. Wir rösten die Cashew in Handarbeit in unserer Rösterei ohne zusätzliches Fett, ohne zusätzliches Öl. Die Cashew werden benetzt mit Gummi Arabicum, das ist ein Harz, das man in Wasser lösen kann und das in der Biobranche verwendet werden kann, selbst ohne Deklaration, weil es einfach
als Lebensmittel keine ungesunden Nebenwirkungen und sonstige Eigenschaften hat. Und dieses gelöste Gummi Arabicum haben wir lediglich deswegen, dass die Gewürze besser auf den Nüssen haften. Und die Röstungen beim Freiburger Nussmix sind eben Knoblauch, Pfeffer, Chili, Paprika, Rosmarin, Thymian, Meersalz, Curry, Meersalz und die Naturbelassene. Und das alles hier drin, da kommen wir später drauf zurück. Als allererstes fangen wir mit den puren Cashews an. Ich habe vorhin im Chat schon gelesen, dass ganz viele von euch tatsächlich auch schon probiert haben, bevor wir gemeinsam angefangen haben mit dieser Veranstaltung. Und ich habe viel Lob gelesen. Und wenn ihr die Cashew jetzt mal anguckt und vielleicht auch euch einfach mal ein, zwei in die Hand gebt, ich muss aufpassen, dass mir die Gläser hier nicht vom Tisch fallen, und die so knackt, dann sollte die Nuss einfach wirklich eine Konsistenz haben, die sich von Hand auch gut knacken lässt und einen Knack von sich gibt. Ihr könnt es zu Hause ausprobieren und mal hinhören. Es macht eben dann Knack. Viele Cashews, die wir im Handel kaufen, gerade günstige Sorten, sind von der Konsistenz her eher soft. Also das heißt, dieser Knack findet gar nicht richtig statt. Und das spricht dafür, dass die Nuss nicht gut genug getrocknet worden ist und eben auch nicht dementsprechend nicht gut genug verarbeitet wurde. Vom Geschmack her sind Cashewkerne mild aromatisch, haben eine ganz dezente, leichte Süße, aber keine spezifische Süße. Im Unterschied zur Mandel oder zur Haselnuss, die ja auch so süße Aromen beinhalten, im Unterschied zur Mandel und zur Haselnuss, die auch so süße Aromen beinhalten, ist die Cashew einfach relativ neutral und lässt sich demzufolge aromatisch vielseitig einsetzen. In der herzhaften Küche herzhaft abgeschmeckt, in der süßen Küche eben auch im Gemahlenen zum Backen und fein püriert oder besser noch fein gemixt zum Fermentieren. Man kann Cashew-Joghurt machen und Cashew-Käse. Da kann ich jetzt tatsächlich noch ein Bild zeigen. Ich bereite es nur mal schnell vor. Genau. Moment, ups. Und zwar sehen wir das hier ganz gut. Genau, es ist ein Bild aus dem Nusskochbuch, das ich euch später auch gerne noch zeigen möchte. Und auf diesem Bild seht ihr eben verschiedene Milchprodukte aus Cashews hergestellt. Wir haben ganz rechts im Bild Cashewmilch, also quasi einfach Cashewkerne eingeweicht über mehrere Stunden in Wasser und dann im Mixer sehr, sehr fein gemixt und auf die gewünschte Konsistenz gestreckt. Cashewmilch in so einem Löffel. Daneben einen Klecks Cashew-Joghurt, also die gleiche Masse, nicht ganz so flüssig gemixt. Fermentiert, also mit einer Kultur beimpft, die dazu führt, dass quasi ein Fermentationsprozess stattfindet, der diese Masse dann leicht säuerlich macht, wie Joghurt. Dann noch weiter links Cashew-Quark und oben drüber Cashew-Frischkäse mit Kräutern abgeschmeckt und dann zweierlei Sorten Mozzarella selbst gemacht. Einmal unten etwas cremiger, ein gekochter Mozzarella, der aus fermentiertem Cashew-Quark und Seidentofu hergestellt wird. Und dann mit Tapioca-Stärke und Agar-Agar gebunden, aufgekocht und dann zu solchen Bällchen geformt, die in Salzlake einfach auch von der Konsistenz und von der Textur Mozzarella unglaublich ähnlich sind. Und eine zweite Version, die etwas einfacher herzustellen ist, mit Flohsamenschalen, die ein bisschen fluffiger und luftiger aussieht. Und dann haben wir ganz rechts, ganz links im Bild, genau, wir waren von rechts nach links, ganz links im Bild Cashew-Parmesan. Genau. Dann möchte ich an der Stelle einfach auch mal in die Runde fragen, habt ihr diejenigen, die jetzt auch probiert haben und die vielleicht auch vorher schon probiert haben, habt ihr zur Cashew spezifische Fragen mitgebracht? Also gibt es irgendetwas, was euch ganz besonders interessiert? Ich glaube, im Chat sind auch ein paar Fragen gestellt worden. Mal gucken. Gut, das nehme ich jetzt einfach mal als Lob, dass unsere Cashews besser schmecken als die aus dem Discounter. Die Frage zum Preis, die Person, die die Frage gestellt hat, geht es dann, ups, das war nicht beabsichtigt,
geht es da darum, dass der Cashew, also selbstgemachter Cashew-Joghurt und Cashew-Quark preislich wahrscheinlich über dem liegt, was wir von Milchprodukten kennen. Das stimmt. Das ist auch so, das ist preislich natürlich teurer. Auf der anderen Seite ist es so, dass aus so einem Glas Cashew, wenn wir das hier jetzt einfach einweichen würden und fermentieren, dann haben wir in dem Glas 280 Gramm Cashews drin und bekommen am Ende locker ein Kilogramm Cashew-Joghurt. Also die Masse ist auch sehr ergiebig und sie sättigt viel, viel stärker. Das heißt, wir brauchen auch nicht so viel Cashew-Quark oder Cashew-Joghurt ins Müsli, sondern können dann das Ganze mit frischen Früchten und vielleicht auch ein bisschen warmen oder kalten Wasser einfach strecken, damit es auch gut bekömmlich wird. Es ist aber super nährstoffreich und wahnsinnig wertvoll für unsere Verdauung, eine solche Alternative zu verzehren, anstatt von einem klassischen Kuhmilchjoghurt oder Kuhmilchquark. Genau, ich glaube, damit werden die Fragen im Chat jetzt auch beantwortet. Wenn wir schon mal bei Bildern sind, hüpfe ich jetzt mal kurz zurück in der Präsentation und zeige euch einfach noch ein paar Bilder aus dem Bereich Nüsse in der Küche. Da sind unter anderem auch Cashew dabei und Macadamia. Und dann kommen wir als nächstes zur Macadamia, zur Verkostung. Jetzt mal gucken, ich glaube, das geht hier. Moment, genau, so geht's los. Also hier sehen wir drei Bilder. Einmal mit Paranüssen, ein Rote Bete Beluga-Linsensalat mit gerösteten Paranüssen. Dann haben wir ganz rechts eine Frühlingsquiche mit Pekannüssen. Und eben Cashew-Quark, der mit ein bisschen Stärke gebunden wird und dann stockt wie so eine Creme, die man alternativ in einer Quiche verarbeitet. Meistens gibt es ja eine Art Guss, die auf Sahne, Creme fraiche und Eiern basiert. Und so etwas in der Art kann man auch wunderbar aus Cashew-Nüssen nachbauen. Und in der Mitte haben wir einen Kohlrabi-Salat mit Erdbeeren. Das ist natürlich ein Frühlingsgericht und aktuell nicht nachzukochen. Aber einen Kohlrabi-Salat mit Kohlrabi-Blattgrün, Erdbeeren und gerösteten Macadamia. Und an der Stelle gucken wir uns gleich die Macadamia an. Ich springe jetzt nochmal zum nächsten Bild, weil wir hier tatsächlich viele Verarbeitungsformen der Cashew und von Cashew-Mousse sehen. Wir haben auf der einen Seite ein Cashew-Käse-Fondue, also eine Masse, die aus weißen Bohnen, Cashew-Mousse, Wasser, Weißwein, bisschen Kurkuma, Miso-Paste und Hefeflocken hergestellt wird und dann aufgekocht wird und andickt wie eine Fondue-Creme und die alternativ zu einem klassischen Käse-Fondue verwendet werden kann und mindestens genauso gut schmeckt. In der Mitte haben wir eine Cashew-Sahne in einer Carbonara, also ein Pasta-Gericht mit Speckwürfelchen aus Tempeh oder Räuchertofu und auch das mit einer Cashew-Sahne quasi abgerundet, abgeschmeckt mit Kurkuma und Kala Namak, sodass eben diese Cashew-Creme auch Konsistenz, Textur und Geschmack von einem klassischen Carbonara-Gericht hat. Und ganz rechts seht ihr eine Hollandaise, auch auf der Basis von weißem Bohnen und Cashew-Mousse mit geröstetem Spargel und oben drüber Cashew-Parmesan. Und die Nuss lässt sich auch in die fleischige Küche weiterentwickeln. Da haben wir hier einen Nussbraten, den ihr jetzt auch auf unserer Homepage findet. Also Fairfood Freiburg hat einen Nussbraten, einen ganz einfachen zum Nachbacken zu Hause für die Weihnachtszeit auf dem Rezeptteil der Homepage veröffentlicht. In der Mitte sehen wir weiße Bohnenbällchen mit Mandeln verarbeitet an einem Topinambur-Apfelsalat und einer Cashew-Sour-Cream und dann eben noch so ein Nussbällchen ganz rechts. Nur um mal zu zeigen, die Küche mit Nüssen, also was ihr auch an meinen Erklärungen gehört habt, ist die Basis dieser Texturen, also der Braten, die Bällchen, die Burger. Die Basis sind nicht Nüsse, sondern die Basis sind meistens Hülsenfrüchte und Gemüse und Getreide. Und die Nuss kommt als Konsistenzgeber, als Geschmacksgeber für den Knack, für die Aromen und für den Nährwert mit dazu, ist aber nicht die alleinige Zutat. Als alleinige Zutat wäre sie definitiv zu teuer und es wäre viel zu schwer zu verdauen. Die Nuss ist ja sehr dicht und reichhaltig in ihrer Textur. Genau. An der Stelle gucken wir uns die Macadamia an. Ihr dürft mal euer Macadamia-Glas zur Hand nehmen und euch ein, zwei Macadamia rausholen. Und die Macadamia ist eine runde Nuss, wie wir sehen können, die so ein bisschen aussieht, als ob sie in der Mitte geteilt wäre in zwei Hälften. Das ist auch so. An der Stelle wächst sie zusammen. Und die Macadamia hat, könnt ihr gleich mal mit der Cashew vergleichen, ein ganz anderes Kaugefühl. Also wir knacken die Cashew beim Reinbeißen und dann wird die Cashew beim Zerbeißen im Mund aber relativ schnell cremig, auch wenn man einfach etwas länger darauf rumkaut.
Die Macadamia hat eine andere Konsistenz, eine andere Textur. Sie hat einen höheren Fettgehalt und sie lässt sich nicht so einfach so cremig kauen wie die Cashew. Und wenn wir sie in der Küche verarbeiten und jetzt versuchen würden, Macadamia-Milch, Macadamia-Joghurt, Macadamia-Quark zu machen, würden wir genau dieses Ergebnis auch erzielen. Also selbst mit einem Hochleistungsmixer gelingt es nicht, die Macadamia-Nuss genauso fein und cremig zu verarbeiten wie die Cashew-Nuss. Beim Mousse sieht es wieder anders aus. Macadamia-Mousse, genauso wie Cashew-Mousse oder Mandelmousse, wird aus gerösteten Nüssen hergestellt. Und da ist die Cremigkeit auch ohne Probleme herbeizuführen. Das geht ganz von alleine, weil dafür ist der Fettgehalt dann eben hoch genug. Und die Macadamia schmeckt sehr mild, ist wesentlich härter. Und ich finde, was so vom Geschmack am meisten bleibt, ist eine ganz milde Würze und dann schon auch eine gewisse ölige Konsistenz, ohne das negativ zu meinen. Die Öle in der Macadamia sind ja unglaublich wertvoll. Muss ich mal einen Schluck trinken, sonst kann ich nicht so gut weitersprechen. Genau. Macadamia eignet sich aufgrund eben ihrer Form und der Textur sehr, sehr gut dazu, in gehackter Form Salaten beigefügt zu werden oder leicht angeröstet in der Pfanne, also gehackt und dann leicht angeröstet als Topping über Currys, über Gemüsegerichte, über Risottos, über Pastagerichte, drüber geträufelt, drüber gestreut zu werden und bieten dann beim Kauen eben diesen schönen Knack. Also wir haben immer was zum Draufbeißen und so macht Essen, finde ich, einfach wesentlich mehr Spaß. Gibt es an der Stelle Fragen zur Macadamia? Nein? Ich hier noch meine letzte Cashew auf. Dann gucken wir uns das Mandelmus an. Die Mandel ist ja eine sehr milde, da kommt doch noch eine Frage rein. Die Macadamia und Hawaii, da muss ich jetzt passen. Ich glaube, Macadamia-Bäume wachsen auch auf Hawaii. Und die Macadamia ist sicherlich wie alle anderen Nüsse auch in der Kolonialzeit als Pflanze in tropischen Regionen, von einer tropischen Region in eine andere verschleppt worden. Also im Grunde ist das tatsächlich auch einfach in der Entstehungsgeschichte oder in der Herkunftsgeschichte der Nüsse so, dass sie einfach sehr viel transportiert wurden. Meines Wissens nach kommt sie nicht aus Hawaii, sondern aus Australien und wurde dann auf den afrikanischen Kontinent verschleppt oder verschifft. Aber das kann ich tatsächlich an der Stelle nicht aus dem Stegreif einfach so beantworten. Ich werde nachher mal in meinem Nusskochbuch schauen, ob ich die Entstehungsgeschichte, die botanische der Macadamia da auch in aller Detailschärfe beantwortet habe oder nicht. Genau, aber das, was ich erinnere, ist, sie kommt eigentlich aus Australien und ist dann nach Afrika verschifft worden oder nach Afrika verschleppt worden, könnte man sagen. Zurück zur Mandel. Wir können mal hier, ich hoffe, euer Mandelmus ist nicht so abgesetzt. Meins ist ein bisschen ein älteres von Fairfood, was ich noch hatte. Und das hat sich so ein bisschen abgesetzt und ist auch tatsächlich gerade im Moment, also so wie es sich hier abgesetzt hat, nicht umzurühren, ohne jetzt hier eine Riesenkleckerei zu veranstalten. Aber euer Mandelmus ist wahrscheinlich flüssiger und weicher. Und da könnt ihr euch jetzt einfach mal eine Löffelspitze voll rausnehmen und das mal so auf die Zunge geben und dann wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Also einfach nehmt es an den Gaumen und streicht mit der Zunge mal so ein bisschen drüber, um diese verschiedenen Aromen zu erschmecken, die Mandel mitbringt. Dann bin ich mal auf Feedback gespannt, was euch für Beschreibungen einfallen, welche Aromen ihr schmeckt, was ihr assoziiert und welche Gedanken oder wie ihr es beschreiben würdet, wie ihr den Geschmack der Mandel beschreiben würdet.
Wer möchte sich dazu äußern? Niemand? Dann fange ich einfach mal an. Die Mandel haben wir nicht in purer Form verschicken können, weil die Mandeln, die wir aktuell im Sortiment haben, wir bekommen die aus Pakistan, die haben in ungerösteter Form einen so hohen Bittermandelanteil, dass es einfach keinen Spaß macht, die pur zu snacken, weil jede dritte Mandel gefühlt einfach Bitternoten beinhaltet, die nicht giftig sind, aber die man einfach auch nicht ständig schmecken möchte. Deswegen können wir die nur in gerösteter Form anbieten. Beim Rösten zerfallen diese biochemischen Verbindungen, die die Bitternote hervorrufen, und dann schmeckt die Mandel einfach aromatisch und lecker. Deswegen haben wir sie als Sir Salty, als Ritterröst, also quasi geröstete Mandeln mit Meersalz, oder als Mandelmus im Sortiment, weil für das Mandelmus werden die Mandeln im Vorfeld eben auch geröstet. Und dann hat die Mandel, finde ich, ein sehr vielschichtiges Geschmacksprofil. Sie hat durch den Schalenanteil herbe Bestandteile, aber weit nicht so herb, wie wir es von der Walnuss kennen. Sie hat kaum Bitternoten, das haben wir bei der Haselnuss viel mehr. Das in der gerösteten Form selbst, also selbst in der gerösteten Form, wenn die Schale mitverarbeitet wird, auch Bitternoten entstehen, die die Haselnussmus dann sehr herb machen. Und die Mandel hat einfach leicht herbe Aromen, die aber nicht bitter schmecken und trotzdem eine angenehme Süße. Sie ist aber im Vergleich zur Cashew weit weniger neutral. Das heißt, man kann aus Mandelmus zwar auch Mandelmilch herstellen, die dann eben typisch mandelig schmeckt. Man kann aber wiederum auch nicht so viele Milchprodukte nachbauen, weil die eigenen Aromen der Mandel und auch die Farbe durch dieses Häutchen viel mehr durchschimmern. Und noch dazu ist es auch da so, dass die Mandel von ihrem Aufbau her sich nicht so weich und cremig verarbeiten lässt, wie eine rohe Cashew das kann. Das bedeutet, ein Mandelquark oder ein Mandeljoghurt und auch ein Mandelfrischkäse hätte immer eine körnigere Struktur, als es mit eingeweichten, gemixten Cashews möglich ist. Jetzt haben wir weich, süß, dunkel, sehr gut, ja. Ich gehe erst noch auf die Blausäure ein. Genau diese Bitternoten, die in der Mandel enthalten sind, das ist eben oft Blausäure. Blausäure ist per se nicht giftig. Sie gehört sogar zu den antioxidativen Substanzen in unserem Körper. Das heißt, ein geringer Verzehr von Blausäure wirkt schützend auf Zellen und antioxidativ, fängt also Radikale im Körper ab. Man sollte nicht zu viel Blausäure zu sich nehmen. Also zum Beispiel ein ganzes Apfelkerngehäuse mitzuessen und die Blausäure aus den Apfelkernen aufzunehmen, ist überhaupt nicht gefährlich. Wenn man Mandeln hat, die einen hohen Blausäureanteil haben, glaube ich, wird es ab, 10, 15 Mandeln kritisch. Die isst man aber auch nicht freiwillig, weil man ja schmeckt, dass es nicht so lecker schmeckt. Deswegen ist es mit der Blausäure relativ. Ne? Die Gefahr besteht natürlich, aber wenn man Geschmacksknospen hat, dann isst man eben nicht viele von diesen Mandeln, die nach Blausäure schmecken. Und die Blausäure verfällt eben bei Hitze. Das heißt, wenn ihr mal zu Hause Mandeln entdeckt, ihr habt Mandeln gekauft und ihr merkt, Mensch, irgendwie schmeckt da jede zweite nicht so angenehm, dann röstet sie einfach. Packt sie bei 120 Grad für 20 Minuten in den Ofen oder 25 Minuten. Dann ist die Blausäure zerfallen und die Mandeln schmecken geröstet, schmecken dann eher weihnachtlich, aber sie schmecken einfach gut und sind auch nicht weiter gefährlich. Und warum es Cashews oft nur als Cashewbruch gibt? Cashewbruch wird einfach günstiger eingekauft und demzufolge auch günstiger verkauft. Und das Angebot in jedem Laden richtet sich nach der Nachfrage. Also wenn ein Ladenbesitzer, eine Ladenbesitzerin Cashews im Angebot hat und Cashewbruch und nach 2 Jahren feststellt, irgendwie kaufen meine Kunden nur den Cashewbruch, dann wird der Ladenbesitzer halt keine Cashews mehr verkaufen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass es die Cashew nicht gibt. Es hat einfach damit zu tun, dass die Kaufkraft der Kunden Cashewbruch bevorzugt. Genau. Mandeln
eignen sich sehr gut für Süßspeisen natürlich und auch in gehackter Form für herzhafte Speisen, weil sie einfach diesen Spagat, also wenn wir kulinarisch denken, müssen wir immer alle fünf Geschmäcker bedienen, die wir im Gaumen schmecken können. Wir brauchen ein bisschen Säure, wir brauchen ein bisschen Schärfe, wir brauchen ein bisschen Umami, also eine gewisse Würze, wir brauchen etwas Süße und wir brauchen natürlich die salzige Note und dann am besten noch was Scharfes mit dazu. Und wenn man jetzt Nüsse mitverarbeitet, hat man oft herbe Noten bei Walnüssen zum Beispiel oder auch bei Pekannüssen, aber auch immer eine leichte Süße mit dabei. Und das gibt gleich schon so eine schöne Balance, die Speisen eben rund und aromatisch lecker macht. Genau. Und wenn wir jetzt noch den Freiburger Nussmix angucken, dann sehen wir hier drin eben die verschiedenen Cashew-Sorten, die ihr nach und nach wirklich gerne einfach mal alle probieren könnt. Wie gesagt, es ist Knoblauch, Pfeffer enthalten, Curry-Meersalz, Chili-Paprika, Rosmarin, Thymian und die Cashew pur mit Meersalz. Und dann haben wir hier eben auch noch geröstete, gesalzene Paranüsse mit dabei. Die kommen aus dem bolivianischen Regenwald. Der Paranussbaum wächst wild, das heißt, der lässt sich nicht kultivieren. Der ist darauf angewiesen, im wilden Regenwaldbiotop zu wachsen, weil die Paranussblüte nur von der Plachtbiene befruchtet werden kann. Und die fliegt eben auch wild und frei im Regenwald rum. Und genau, und die Paranüsse sind jetzt in dem Fall geröstet und leicht gesalzen. Und wir haben in dem Freiburger Nussmix, wenn ihr den ein bisschen schüttelt, haben wir eben auch Mandeln, ganze Mandeln mit dabei. Die sind auch geröstet und leicht gesalzen. Und genau. Und da würde ich euch jetzt einfach aufmuntern und einladen, mit Zeit, es muss jetzt gar nicht schnell sein, während wir hier noch gemeinsam im Call sind, einfach mal von dem Freiburger Nussmix ein bisschen was in eine Schüssel zu gießen und die verschiedenen, ich meine, die sind optisch gut zu erkennen, die verschiedenen Cashew-Sorten da mal nebeneinander zu legen und dann wirklich mit einem Schluck Wasser zwischendurch sehr spezifisch hinzuschmecken, weil die alle wirklich einen sehr individuellen, einzigartigen Geschmack haben, jede für sich. Ja, das ist der Grund, wieso wir auch bei unseren Röstungen geblieben sind, weil die so beliebt sind und weil jede eben für sich besonders ist. Für diejenigen, die noch nach einem Weihnachtsgeschenk suchen und mehr über Nüsse in der Küche lernen möchten, genau, zeige ich jetzt hier ganz kurz mal noch diese beiden Cover der Bücher. Also englischsprachige ZuhörerInnen sind herzlich eingeladen, sich Let's Go Nuts zu bestellen. Und unsere deutschsprachigen ZuhörerInnen können das Nusskochbuch kaufen. Ihr findet in diesen beiden Büchern eben 80 Rezepte zum Kochen und Backen mit Nüssen. Es sind sehr, sehr viel mehr herzhafte Rezepte als süße Rezepte enthalten. Es gibt Anleitungen für Salatsoßen, Dips, cremige Soßen, also jede Menge solcher Grundrezepte und natürlich eben auch die Rezepturen für Milchprodukte, die ihr aus Cashews oder anderen Nüssen selber herstellen könnt. Und dann eben saisonal regionale Küche, die Nuss wirklich als Aromaelement, als Gewürzelement, als Konsistenzelement mit beinhaltet und vor allem auch wegen ihrer gesundheitlich wertvollen Eigenschaften mit einbezieht. Denn weltweit sind sich alle Ernährungsgesellschaften einig, dass wir zwischen 30 und 40 Gramm Nüsse pro Tag verzehren sollten, weil sie zum einen präventive Eigenschaften auf den Fett- und auf den Zuckerstoffwechsel haben, weil sie so gesund sind für unser Gehirn und weil sie unsere Herzgesundheit schützen. Und jeder, der jetzt Angst hat, dick zu werden, wenn er jeden Tag Nüsse isst, da habe ich eine sehr, sehr gute Nachricht für euch. Es gibt Studien, die belegen, dass Menschen, die täglich Nüsse essen, Gewicht sogar eher verlieren, weil wir zum einen durch Nüsse länger satt sind, also die Sättigungskurve hält an und das Snacken zwischendurch fällt weg und man hat nicht ständig Heißhunger auf süße Sachen. Zum zweiten geht ein wesentlicher Anteil der Kalorien, die wir mehr aufnehmen, wenn wir Nüsse essen, in Form von Thermogenese verloren. Das heißt, unsere Körpertemperatur steigt einfach an und wir verheizen dieses Mehr an Energie nach außen. Ist jetzt zum Beispiel in Bürogemeinschaften unheimlich wertvoll, weil da braucht man keine Heizung mehr, sondern man hat einfach viele MitarbeiterInnen, die Nüsse essen und die heizen den Raum automatisch auf. Ein kleiner Scherz am Rande. Und der dritte Punkt ist, dass die Kalorienberechnung, die wir Nüssen zuschreiben, überholt ist. Also es sind sich
es gibt ja Studienlagen und wissenschaftliche Institute, die sagen, dass wir das neu denken müssen, weil der Fettanteil in Nüssen so komplex aufgebaut ist, dass er vom Körper gar nicht eins zu eins verstoffwechselt werden kann. Und wir nehmen eben, wenn eine Nuss irgendwie zwischen 580 und 700 Kilokalorien pro 100 Gramm enthält, nehmen wir gar nicht so viel Kalorien auf, sondern eben einen geringeren Anteil davon. Was haben wir noch? Eine Frage im Chat. Die mit Rosmarin machen süchtig. Ja, das stimmt. Die Paranüsse wurden aus dem Handel gezogen, weil man nach der Atombelastung durch die, soweit ich weiß, durch die Explosion des Atomkraftwerks in Tschernobyl oder damals auch Hiroshima, dachte, dass die Paranüsse radioaktive Strahlung eher aufnehmen. Das ist meines Wissens nach längst überholt. Aber auch dazu, es hängt wahnsinnig davon ab, wo die Paranuss genau wächst und was dort vor Ort für atomare Strahlen im Boden absorbiert worden sind oder von den Bäumen absorbiert werden. Genau. Das lässt sich so pauschal nicht beantworten. Tut mir an der Stelle leid. Genau. Ja, damit wären wir auch durch. Ich habe jetzt nur ein Dankeschön-Slide für mich selber und das möchte ich an der Stelle aber mit Oki und Anthony teilen. Jetzt gucke ich mal, dass ich hier aus der Präsentation wieder rauskomme. Ah ja, wunderbar. Super. Genau. Dann gehen wir noch mal ganz kurz auf die... Moment, ich muss hier kurz Platz machen. Auf die Thematik zu diesem wunderbaren Gutscheincode ein, der euch allen ermöglichen wird, nigerianische Cashews zu Hause zu verkosten und den einzigartigen Unterschied im Geschmack festzustellen. Ich tippe den jetzt einfach mal hier in den Chat. Großgeschrieben Nigeria 10, da könnt ihr in den nächsten Tagen bis zum neuen Jahr nigerianische Cashew bei uns bestellen mit 10% Rabatt auf den Einkauf. Und darüber hinaus haben wir ein ganz schönes Weihnachtsgeschenk, was wir mit euch teilen möchten. Und zwar könnt ihr einen Cashewbaum in Nigeria verschenken. Informationen dazu findet ihr auch auf unserer Homepage, Anthony. Okay, ihr könntet mal so lieb sein und ganz kurz den Link raussuchen zu diesem Zertifikat und auch den Link in den Chat teilen. Dann können sich unsere ZuhörerInnen das kopieren. Und genau, man kann quasi einen Cashewbaum verschenken. Ihr kauft diesen Baum und bekommt als kleines Dankeschön von uns dieses Zertifikat zugeschickt, das ihr dann der beschenkten Person einfach weitergeben könnt. Und auf der Rückseite steht noch ein bisschen was an Informationen zu dieser Aktion eben und zu dem Projekt, sodass man sich als beschenkte Person anschließend auch selbst schlau machen kann, was es damit auf sich hat. Genau. Soweit von mir. Gibt es noch Fragen? Ah ja, super, genau. Der Gutscheincode steht jetzt im Chat, den könnt ihr euch kopieren und der Link zu dem Cashewbaum-Geschenk steht auch im Chat, den könnt ihr euch auch gerne kopieren. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr gemeinsam mit uns Bäume pflanzt. Ja, dann herzlichen Dank an dieser Stelle, Estella. Für die Verkostung. Ich habe fleißig mitgekostet, war sehr lecker alles. Genau, besonders der Nussmix. Allerdings habe ich jetzt so einen salzigen Faden und müsste wahrscheinlich erst noch was trinken. Es war total spannend. Mir hat es sehr dolle Spaß gemacht. Ich sehe jetzt hier keine Fragen mehr im Chat. Es wurde auch, glaube ich, sehr viel beantwortet, viel gesprochen, viel verkostet. Das heißt, an dieser Stelle würde ich mich jetzt bedanken an alle Teilnehmenden. Schön, dass ihr sie heute Abend dabei wart. Ein großes Dankeschön an alle Mitarbeitenden von Slow Food auch, alle, die im Hintergrund sind. Das ist Martin Hermer, die Stimme aus dem Off, die am Anfang eingesprochen hat. Ilja Kasselea, Andreas Fischer und Andrea Lenkert-Hörmann. Und natürlich unsere Experten und Expertin Stella, Ogwi und Anthony für diesen wirklich spannenden Abend rund um die Nuss. Genau, ich hoffe, wir konnten sie gemeinsam knacken. Ich denke schon, es gab sehr viel Input und war auch ja,
ein kulinarisch sehr hochwertiger Abend. Genau, von daher, ich verabschiede mich an dieser Stelle von allen Teilnehmern im Zoom-Raum beziehungsweise auf YouTube. Wir werden an dieser Stelle die Aufnahme jetzt auch beenden. Aber wenn ihr, wenn Sie gerne noch im Raum bleiben möchtet, vielleicht noch eine Frage, einen Austausch oder einfach den Abend mit den Nüssen ausklingen wollt mit Gleichgesinnten, dann bleibt gerne noch im Zoom-Raum. Aber die Aufnahme wird an dieser Stelle beendet. In diesem Sinne einen wunderschönen Abend und eine schöne Adventszeit. Dankeschön. Danke euch. Ja, danke auch von uns, würde ich sagen. Wir freuen uns über jede Bestellung und vielen Dank, dass Sie bei dieser Veranstaltung von Slow Food Deutschland dabei waren. Danke schön alle. Dann besuchen Sie uns unter www.slowfood.de. Werden Sie Teil unserer Gemeinschaft und einer weltweiten Bewegung, die sich für gute, saubere und faire Lebensmittel für alle Menschen einsetzt. Werden Sie Mitglied unseres Vereins und bleiben Sie über alle kommenden Slow Food Veranstaltungen informiert. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.